Decke. Datum 17.09.1991. Wir schreiben den 17.09.1991, 10. Jahrestag ohne Auto. Sie erinnern sich, am 17.09.81, also heute vor 10 Jahren, wurde die letzte internationale Automobilausstellung in Frankfurt eröffnet. Wenig später erfolgte dann diese Nachricht. Bonn. Überraschend wurde heute einer Gesetzesvorlage zugestimmt, die im Rahmen des neuen Radikalsparmaßnahmenprogramms von einer Sonderkommission erarbeitet wurde. Ab morgen soll jedem Bundesbürger das Auto entzogen werden, wie Regierungssprecher Holger Hölling heute auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die Enteignung soll auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Bundesregierung hofft, dass der Einzelne mit Verständnis auf diese Maßnahme reagieren wird. Die ersten Reaktionen auf der Straße zeigten jedoch allgemeine Entrüstung unter der Bevölkerung. Noch Tage nach der Verlautbarung zeigten sich fast unüberwindliche Schwierigkeiten, alle Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Zahllose Autosperren mussten auf offener Straße errichtet werden. Garagendurchsuchungen. Ich bin von der Autovernichtungskommission. Bitte öffnen Sie Ihre Handtasche. Handtaschenkontrollen. Was haben wir denn da? Ja, Sie werden es nicht glauben, aber das ist für meine elektrische Zahnbürste. Bis zum Ende des Jahres 81 wurden über 80.000 Autoteile in Damenhandtaschen sichergestellt. Achtung! Und dann schließlich, im Herbst des gleichen Jahres, gelang es den Sonderpolizeitrupps der Autovernichtungskommission, den letzten Autofahrer bei einem Durchbruchversuch zu stellen. Autoenteignung und Zündschlüsselentzug. Die ersten Zeiten ohne Auto waren mit erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten verbunden. Die größten Probleme gab es zunächst im Güterfernverkehr, da inzwischen auch die LKWs eingezogen worden waren. Durch besondere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesregierung konnte hier jedoch das Heer der Arbeitslosen sinnvoll eingesetzt werden. Ich ruf dich an. Okay, aber hier, pass auf dich auf, fahr langsam. Ich geh morgen in die Werkstatt. Okay. Bei den persönlichen Problemen, wie Fahrt zum Arbeitsplatz, erwies der einzelne Bürger erstaunliche Fantasie. Es haben sich inzwischen auch bereits steuerbegünstigte Fahrgemeinschaften gebildet. Morgen. Moin. Moin. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Selbst Hörfunk- und Fernsehteams konnten durch monatelange Weiterbildungsprogramme in einer neuen Fortbewegungsart ausgebildet werden. Aktualitätseinbußen gab es dadurch nicht. Umwelt. Die Bundesregierung sieht sich auch weiterhin außerstande, durch aufkeimendes Unkraut die Autobahnen als Glattflächenbereiche zu erhalten. Die Kleingärtner können die ihnen vor Jahren enteigneten Flächen nun wieder rekultivieren. Viele Tankstellenbesitzer haben sich inzwischen nach amerikanischem Vorbild zu einer Imbisskette zusammengeschlossen. Spezialität: Cola und Bier vom Zapf. Parkuhren sind noch in Betrieb, als automatische Spendensammler zugunsten ehemaliger Polizeiorgane. Wir danken. Höchste Auszeichnung für besondere Tapferkeit ohne Auto, der Blaue Orden am Bande. Großartig, mein Lieber. Auto, Auto. Die größte interne Gefahr für den Staat bereiten immer noch wilde Demonstrationen. Getragen vermutlich durch die heimliche Widerstandsbewegung der sogenannten Grauen. Psychiatrische Klinik, autogenes Training, alle Klassen. Hier werden stark Fahrsüchtige mit Hilfe autosuggestiver Methoden nach Professor Roppel in wenigen Monaten entwöhnt. Wir bewegen uns bei 85 Stundenkilometer. 85. Wir spüren diese 85 Stundenkilometer über das Gaspedal, wie der Motor vibriert. Wir sind ruhig, wir haben die Augen geschlossen. In besonders schwerwiegenden Fällen Schocktherapie durch Autounfallsimulator. So, wenn sich jetzt bitte, Therapie läuft.
Für unheilbar Abgassüchtige müssen tägliche Abgasbeatmungen vorgenommen werden. Die allerdings führen mit der Zeit unweigerlich zum Tode. Die letzten Auswirkungen des Autozeitalters. Und dies, meine Damen und Herren, ist natürlich keine Vision mehr. Keine Fantasie, keine Utopie. Dies ist die Autorealität heute am 17. September 1981 um jetzt 20.20 Uhr. Die Halle 5, wie immer Hauptanziehungspunkt, voll bepackt und fein aufgereiht mit dem Neuesten, was die großen Autohersteller in der ganzen Welt an Pkw zu bieten haben. Optisch und vordergründig sieht diese Superschau aus, wie immer. Aber manches hat sich verändert, neue Fragen sind aufgetaucht. Mit dem Auto auch in Zukunft leben, aber wie? Darüber wollen wir live hier mit zahlreichen Gästen in dieser Runde diskutieren. Tja, und während wir hier über Benzinpreise, Sparkonzepte und Konjunktur sprechen, rollen beispielsweise im Bochumer Opelwerk in diesen 90 Minuten Live-Sendung ca. 100 Kadetts vom Fließband. Fahrzeuge, die die rollende Blechlawine weiter vergrößern und die zur Umweltbelastung durch das Auto addiert werden müssen. Sie erhöhen aber auch andererseits wieder die Chance für die, die sie herstellen, ihren Arbeitsplatz, ihren Lebensstandard zu erhalten. Auch die Arbeiter der Spätschicht dort in Bochum sind aufgefordert, heute Abend ihre Meinung zu äußern, die sicherlich nicht immer mit dem übereinstimmt, was das Management sagt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Auto im Brennpunkt. Zündstoff für die nächsten 90 Minuten gibt es genug. Und auch Sie zu Hause werden Ihre Sorgen und Nöte rund ums Auto, auch Ihre Bedenken in der hier versammelten Diskussionsrunde hoffentlich wiederfinden. Und wir hoffen, verehrte Zuschauer, dass Sie in den nächsten 90 Minuten nicht nur etwas locker vom Hocker unterhalten werden, sondern auch handfest informiert werden. Auch die, die vielleicht normalerweise nichts mit dem Auto zu tun haben und dies sind in unserem Land, in der Bundesrepublik jedenfalls, wir sind ja mittlerweile auch in Europa zu sehen, nicht sehr viele, wie man heute Morgen mit großem Stolz bei den Festreden vermerkte, heute Morgen. Alle die, die hier versammelt sind, haben irgendetwas mit dem Auto zu tun, können zumindest vieles über das Auto sagen. Ob das die Hausfrau ist, ob das der Verkehrsminister ist oder ob das ein Mann ist, der zu einem Konzern gehört, dessen Politik seit Wochen, seit Monaten schon Schlagzeilen macht, negative Schlagzeilen macht und uns Autofahrer und alle anderen auch in Harnisch bringt. Er kommt von dem größten deutschen Ölkonzern BP aus Hamburg. Ja, und das ist der Generalbevollmächtigte der BP, Herr Dr. Müller-Michaelis. Sparen, Herr Müller-Michaelis, ist das Thema Nummer eins auch heute am ersten Messetag hier gewesen. Etwas, was Sie den Autofahrern am schwersten machen, denn Sie, die Ölkonzerne, bestimmen ja die Benzinpreise. Ob überzogen unternehmerpolitisch oder nicht, ist eine ganz andere Frage, über die wir noch ausführlich diskutieren werden. Aber zunächst die Frage an Sie. Als es darum ging, die Benzinpreise zu erhöhen, geschah das überregional, also flächendeckend. Ja, ja. Jetzt, wo geringfügig wieder reduziert wird, erinnern Sie sich daran, dass man das auch stufenweise machen kann, also regional. Können Sie es den Autofahrern eigentlich übel nehmen, dass Sie dahinter wieder unternehmerpolitische Maßnahmen sehen, dass Sie wieder glauben, dass die Ölkonzerne in ihre eigene Tasche wirtschaften? Ich möchte dazu sagen, dass zunächst einmal Herr Dr. Buttenberg ja heute Abend hier eigentlich sitzen sollte, der durch eine Mexiko-Reise beim Staatspräsidenten López Portillo heute Abend verhindert ist, teilzunehmen und der durch seine Versuche dort praktisch zu unserer Energieversorgung einen Beitrag zu leisten, hier nun auch wahrscheinlich zu diesem Thema durch diesen Vorgang etwas tut, obgleich er nicht eben anwesend ist. Ihre Frage, ob wir die Verbraucher jetzt durch unsere Maßnahmen übervorteilen, wir haben einen Glückstreffer bei dieser Eröffnung der IAA insofern, als der Dollarkurs sich an die gesamte Atmosphäre, die hier sehr festlich heute war, angepasst hat. Sind 2,27. 2,27 und ich darf Ihnen sagen, dass heute Nachmittag der Vorstand der deutschen BP AG beschlossen hat, den Benzinpreis und zwar für Vergaserkraftstoff normal und super bundesweit und linear um 2 Pfennig zu senken und zwar in Reaktion auf den Dollarkurs. Oh, wie praktisch, Herr Müller-Michaelis, muss ich an dieser Stelle sagen, denn ich erinnere mich, gestern noch hat ein BP-Sprecher
gerade zu diesem Problem. Herr Buddenberg hat ja vor Monaten schon versprochen, sollte sich der Dollarkurs, also die Einkaufswährung für das Öl, unter 2,35 Mark senken, dann senken auch Sie die Preise. Gestern hat ein Sprecher wiederum behauptet, nein, wir müssen erst mal die Verluste der letzten 6 Monate auffangen. Das war die Meldung, die gestern über die Ticker ging, heute in unserer Sendung, wie praktisch. Wir freuen uns natürlich darüber, aber einen gewissen Zusammenhang sehen wir darin schon. Der Dollarkurs ist nun heute eben auf diesen Stand gefallen und ich bin sicher, dass eben diese Entscheidung richtig ist. Nur vielleicht ein Hinweis noch dazu, dass heute diese Entscheidung gefallen ist, heißt natürlich nicht, dass wir jetzt damit zu erkennen geben wollen, dass wir alle Probleme beseitigt hätten. Denn nach wie vor gilt, dass wir im bisherigen Verlauf des Jahres 1981 einige hundert Millionen D-Mark Verluste aufgefangen haben. Und wir wären schlechte Unternehmer, wenn wir nicht in diesen schwierigen Zeiten versuchen müssten, alle Dinge aufeinander zu bringen. Auf der einen Seite eben dem Markt zu folgen und dem Dollarkurs, der eine ganz wichtige Rolle hier spielt für unsere Kostensituation. Auf der anderen Seite aber nicht zu vergessen, dass wir trotzdem unsere Kosten decken müssen. Darf ich gleich mal einen Praktiker ins Spiel bringen? Herr Griesel ist von Esso. Er hat eine Tankstelle in Frankfurt. Haben Sie denn Hinweise aus Hamburg, dass nun auch der Preis bei Ihnen gesenkt wird? Haben Sie das heute bekommen, Herr Griesel? Wird der Preis um 1 Pfennig gesenkt. Bei Ihnen wird es um 1 Pfennig gesenkt. Ich will mal zu Ihnen kommen, damit man Sie auch verstehen kann. Der Preis wird morgen um 1 Pfennig gesenkt, morgen früh. Morgen bei Ihnen um 1 Pfennig. Ist das bundesweit? Wissen Sie das, Herr Griesel? Ist das eine Neuigkeit? Nicht, das kann ich nicht genau sagen. Also regional bei uns im Frankfurter Raum wird es 1 Pfennig gesenkt, morgen früh. Ja, dann darf ich mal den Herrn Stadler jetzt ins Spiel bringen. Herr Stadler, Präsident des ADAC, des zweitgrößten, wie Sie immer sagen, mit großem Stolz, des zweitgrößten Automobilclubs der Welt. Sie haben ja noch vorhin gesagt, es ist eine Unverantwortlichkeit der Mineralölkonzerne überhaupt mit Ihrer Politik. Ich meine, sind Sie jetzt ein bisschen erleichtert? Sagen Sie, 2 Pfennig ist ja im Moment etwas für uns Autofahrer oder reicht Ihnen das nicht? Herr Lehmann, es geht ja darum, dass wir und der Kraftfahrer die Undurchsichtigkeit dieser ganzen Preispolitik unserer Multis eben nicht mehr verstanden haben und heute nicht verstehen. Denn wir wissen doch, dass der Ölabsatz derartig schwierig geworden ist, dass die Tanklager übergehen und dass der Dollar, wie der Herr Dr. Buttenberg gesagt hat, jetzt auf 2,30 heruntergesenkt ist. Herr Buttenberg hat ja eine Zahl gegriffen, 2,35, gegriffen wie ein Sterngreifer. Nach welchen Systemen kann der Kraftfahrer gar nicht wissen. Wir alle wissen es nicht. Bitte, wenn jetzt die Situation so ist, dass man das Wort einlösen muss, dann hoffe ich nur sehr, dass alle übrigen Gesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland für unsere Kraftfahrer das Gleiche tun und genauso wie BP die Preise, und zwar generell, zunächst einmal senkt. Gut. Jetzt habe ich da hinten einen sitzen, der vielleicht der Hecht im Karpfenteich in letzter Zeit gewesen ist. Denn ich weiß nicht, Herr Müller, Michaelis, ob Sie es auch damit begründen, dass die Freien eine ganze Menge dazu beigetragen haben, die freien Tankstellen, dass Sie jetzt die Preise senken. Wir haben Herrn Germann hier. Herr Germann, Sie sind ein freier Mineralölhändler in der Bundesrepublik, haben auch 6 eigene freie Tankstellen. Sie haben ja den Preis doch schon erheblich gesenkt in letzter Zeit, ne? Ja, nun, wir haben praktisch nicht die Verdienstspannen draufgeschlagen, wie er normal angerechnet wird, ja. Und wir haben allerdings am Rotterdamer Markt im Verhältnis wenig kaufen können, weil ja bedingt durch die hohen Preise der Rotterdamer Markt sich nicht mehr rechnete. Aber es ist effektiv so, dass gerade die BP durch ihre, meiner Ansicht nach, unvorsichtige und überhöhte Preisfestsetzung dem Import die Möglichkeit gegeben hat, der ist wieder interessant geworden und ist auf das Bundesgebiet übergeschwappt. Und den Erfolg haben wir gesehen, ist vorhin schon genannt worden. Ja, da sind doch ein paar erhebliche Vorwürfe gegen die Mineralölkonzerne drin gewesen. Jetzt, Herr Müller-Michaelis, es gibt freie Tankstellenunternehmer, die, erstens waren sie tot eine ganze Weile, konnten überhaupt keine Rendite mehr machen, gar nichts. Jetzt sind sie wieder größer geworden, ich glaube 20% inzwischen vom Benzinverkauf haben die Freien wieder übernommen. Warum? Weil sie auf dem Spotmarkt in Rotterdam kaufen, wesentlich billiger als das, was Sie uns angeben in Ihren offengelegten Papieren. Wie ist das möglich? Das ist ganz einfach möglich. Hier sieht man, dass wir eben einen freien Markt haben. Jedes organische System verschafft sich eigene selbstregulierende Kräfte. Und die freien Tankstellen haben in unserem Markt, im Benzinmarkt in der Bundesrepublik, in einem freien Markt, so etwa die Funktion des Überlaufventils.
Die Autofahrer haben auf den sehr hoch ansteigenden Preis der letzten Wochen und Monate, der letzten Jahre, erheblich gespart. In diesem Jahr 81, das erste Mal in der Nachkriegszeit, einen erheblichen Rückgang, volumenmäßig auch im Vergaserkraftstoffbereich. Das heißt, doch erfreulich, denn wir sollen alle Benzin sparen. Nur Sie, das heißt die Ölkonzerne, die schlagen dann, weil natürlich die Rendite bei Ihnen zurückgeht, je weniger verkauft wird, schlagen Sie es wieder auf den Preis drauf. Frau Dickmann, das muss ich einmal vielleicht bei diesen Emotionen, die immer wieder auf dieses Thema gehen, vielleicht hier zum Anlass nehmen, einer Klarstellung. Ich glaube, dass jedermann wissen sollte, dass der Benzinpreis nicht bestimmt wird in seiner Höhe, in seiner Struktur durch die Mineralölgesellschaften, sondern zu 90% durch Mächte und Kräfte, die weder der Autofahrer noch die Mineralölgesellschaften beeinflussen können, nämlich durch die OPEC-Staaten, die den Rohölpreis nach wie vor bestimmen, weil sie ein Kartell sind, und die staatlichen Abgaben hier bei uns im Lande. Trotzdem ist in Rotterdam das Benzin billiger, als Sie es verkaufen. Das habe ich eben begründet mit dem Umstand, dass der Verbraucher sehr stark gespart hat, dass wir aufgrund dieses Sparens eine vorübergehende Überschusssituation haben und sich die freien Tankstellen eben aus diesen Überschüssen, die aus den weltweiten Quellen in Rotterdam zusammenfließen, billig eindecken können. Nur um hier einmal ein plastisches Beispiel zu nehmen, das vielleicht verständlich macht, wie unterschiedlich die Kostenstruktur einer bundesweit tätigen Mineralfirma sein muss und eines regional tätigen freien Tankstellenhalters. Herr Müller-Michaelis, ich will Ihnen also jetzt nicht die Chance nehmen, sich zu rechtfertigen aber ich glaube, es bringt wenig, wenn Sie uns Ihre Bilanz jetzt offenlegen. Nein, das will ich nicht machen. Ich will nur sagen, die Bundesbahn muss genauso flächendeckend arbeiten wie ein großes Mineralunternehmen. Wenn Sie aber zwischen dem Volksparkstadion in Hamburg und dem Hauptbahnhof einen Busverkehr pendeln lassen zu Spielen des HSV, dann wird der Unternehmer eine weit bessere Ertragssituation haben als das bundesweit tätige Unternehmen, das eben auch Gebiete abdecken muss und damit eben auch Kosten haben muss, die mit dem Einzelnen, der sich in einem starken Markt und punktuell bewegt, hat. Herr Müller-Michaelis, an sich will ich jetzt mal Ihren eigentlichen Partner ins Spiel bringen, von dem Sie genauso abhängig sind wie er von Ihnen, Eberhard von Kuhnheim. Er ist der Vorstandsvorsitzende von BMW. Und die Autoindustrie hat sich ja in dieser ganzen Benzinpreisdiskussion, Herr von Kuhnheim, so ein bisschen bedeckt behalten. Nicht? Sie haben so keine großen Äußerungen gemacht. Und Sie haben mir überraschend zu IAA heute bei der Eröffnung an sich auch gute Zahlen, was die Auftragslage angeht, generell für die Autoindustrie gesagt. Man begeistert Sie das jetzt, wenn das mit den Benzinpreisen noch weiter runtergeht und Sie sagen, prima, du gehst noch weiter auf mit dem Autoverkauf, oder wie ist das? Natürlich begeistert es uns, wenn unsere Kunden in der Lage sind, unser Produkt billiger einzusetzen. Das wird bestimmt Impulse geben im Absatz und damit natürlich auch die Konjunkturlage, die ja sonst nicht besonders gut ist, in irgendeiner Weise befruchten. Aber hier ist es natürlich immer, was die Freude des einen ist, ist das Leid des anderen. Und schließlich haben die gesamten Marktauseinandersetzungen beim Benzinpreis auf dem Erdölmarkt ja doch bewiesen, dass bei allen Einflüssen von außen eben die Marktkräfte funktioniert haben. Und was wollen wir eigentlich mehr? Das ist ein stolzes Ergebnis. Da muss ich ganz gleich auf den Verkehrsminister kommen. Herr Hauff, stimmt Sie das eigentlich so ein bisschen froh, nach dem, was man von Ihnen, Ihrer Partei in letzter Zeit so gehört und gelesen hat und gerade von Ihnen, dass es erstens mal aufwärts geht und zweitens, dass der Benzinpreis sinkt? Wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie doch so ein bisschen politisch gegen die Motorisierungswelle angehen, haben da auch Konzepte mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und alles Mögliche vorgeschlagen und den lauten Protest der Autoindustrie. Ich meine, begeistert Sie das jetzt, was Sie hier heute gehört haben? Aufwärtstrend der Autos generell, Benzinpreis wird doch wieder ein bisschen billiger? Also die Benzinpreissenkung freut mich, wenngleich ich nicht verhehle, dass ich finde, es könnte ein bisschen mehr wie 2 Pfennig sein, so wie der Markt läuft. Und ich finde es auch ein bisschen schade, wenn man diskutiert, also nur die Freien sorgen noch dafür, dass es Marktkräfte gibt. Es wäre ganz gut, wenn auch die Großen dann nicht nur einheitlich vorgehen würden, wenn es auch dort einen wirklichen Wettbewerb gäbe, wovon man ja offensichtlich etwas entfernt ist. Dass der Preis sinkt, ist meines Erachtens im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Autofahrer sich gewehrt haben. Sie haben andere PKWs gekauft, die weniger Benzin verbrauchen. Sie haben sich energiebewusst verhalten im Verkehr, was erhebliche Energieeinsparungen mit sich bringt. Und sie haben preisbewusst getankt. Und diese Entwicklung hat sie jetzt dazu gezwungen, der Dollarkurs hat ihnen noch zusätzliche Spielräume gegeben, das zu tun, was sie getan haben. Und das ist eine positive Entwicklung, weil sie die Menschen in diesem Land in die Lage versetzt, weniger Geld auszugeben für das Benzin. Ja, das kann nur jeden freuen. Jetzt sind Sie ein bisschen weg vom Thema. Herr Minister, ich will zu der Fragestellung nehmen, die Sie gesagt haben.
wie das eigentlich aussieht mit dem Automobil in der Zukunft. Das Automobil ist heute der wichtigste Verkehrsträger in unserer Volkswirtschaft. 80% der Personentransporte, 50% der Gütertransporte. Und auch in der Zukunft wird sich an diesem grundlegenden Sachverhalt nichts ändern. Auto ist nicht wegzudenken. Mhm. Aber es gibt eine sehr weitgehende Übereinstimmung darüber, dass wir in der Zukunft zu einer Entwicklung kommen müssen, die mehr Energie spart, die die Umwelt weniger belastet und die Verkehrssicherheit erhöht. Der Verkehrssektor verbraucht Jahr für Jahr mehr Energie im Anteil an der Gesamtvolkswirtschaft. Mhm. Die enormen Einsparerfolge, die wir beispielsweise bei den Haushalten hatten, im Verkehrssektor sind in der Form nicht da. Deswegen müssen wir dafür sorgen, um unabhängiger vom Erdöl zu werden, dass wir auch da mehr einsparen. Minister Hauff, das klingt natürlich jetzt sehr viel moderater als das, was ich in Interviews von Ihnen noch vor kurzer Zeit gelesen habe. Das kommt noch von Ihnen. Nämlich als das Papier, das SPD-Papier Verkehr und Umwelt fertiggestellt wurde. Haben Sie inzwischen von der Automobilindustrie Prügel bekommen, dass Sie jetzt... Es hielt sich in Maßen. Sie haben ja öfter mal konferiert mit der Automobilindustrie. Natürlich sitzen wir auch miteinander, die Vertreter der Bundesregierung und reden miteinander. Und in der grundsätzlichen Zielsetzung sind wir uns einig. Nur richtig ist, dass wir etwas stärker drängen und darauf hinweisen müssen, dass wir, was Energie, was Umwelt und was Sicherheit angeht, schnellere Entwicklungen haben müssen. Das ist nicht hinnehmbar, dass 13.000 Menschen jährlich getötet werden, dass wir im internationalen Vergleich an einsamer Spitze liegen, was die Verkehrstoten angeht, kein Versäumnis der Automobilindustrie alleine, sondern dass wir hier miteinander aufgerufen sind, daran zu arbeiten, dem entgegenzuwirken und das zu verringern. Und ich glaube, das lohnt sich schon, dass man sich da einsetzt. Da wird Ihnen niemand widersprechen, Herr Minister Hauff, dass man die Verkehrstoten reduzieren muss, dass man für mehr Sicherheit sorgen muss. Aber hier bei der Eröffnung der Automobilmesse hat eigentlich kein Konzernchef ausgelassen zu sagen, wir wehren uns dagegen, dass wir reglementiert werden vom Staat, von der Bundesregierung. Also ich war bei der Eröffnung durch dabei, aber da hat wohl der Herr Bundespräsident, wir hatten Debatte im Bundestag. Ach so, deswegen. Wurden Sie eingeladen eigentlich zu der, weil immer der Wirtschaftsminister zitiert wurde? Ich wurde zur Automobilausstellung eingeladen, zur Eröffnung nicht, aber das ist hier gar nicht die Frage. Der Bundespräsident hat heute Morgen wohl gesagt, das Manuskript, das ich hier habe, es gehört nicht zur Freiheit, so schnell zu fahren, wie man will. Finden Sie ein mutiger Satz? Denn uns liegt eine Untersuchung der Bundesanstalt für das Straßenwesen vor, dass wir die Hälfte aller Verkehrstoten, die Verkehrstoten um die Hälfte reduzieren könnten, wenn in unseren Städten nur mit 30 gefahren werden würde. Nun will ich nicht sagen, dass man das morgen sofort macht, aber darüber nachzudenken, ob das nicht ein richtiger Weg ist, wirkliche Fortschritte zu erreichen, da kommt man dann sofort in die Diskussion, solange man das Ziel allein benennt, nämlich die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, gibt es vielleicht nur eitel Zustimmung. Bei den praktischen Maßnahmen beginnt dann immer der Streit und das ist klar. Wollen Sie gleich der Konflikt auch mit der Automobilindustrie? Wollen Sie gleich was dazu sagen? Ich glaube, dass man es auf die einfache Formel gar nicht bringen kann, aber es gibt auch Konflikte mit der Automobilindustrie dort, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Und das ist beispielsweise eine Frage, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Ja, Herr von Kuhn. Also ich glaube, hier sind so viele Themen angesprochen, dass man wahrscheinlich, um sie alle richtig zu stellen oder zu ergänzen, um das ganze Bild zu sehen, man lange brauchen würde. Ich möchte aber versuchen, um einige Dinge mich sehr kurz zu fassen. Einmal die Frage der Treibstoffreduzierung. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren durch technische Entwicklung erhebliche Fortschritte gebracht. Und sie hat ja auch dem Bundeswirtschaftsministerium, Vertreter als der Bundesregierung, ja zugesagt, bis 1985 15% Treibstoffreduzierung bezogen auf 1979. Aber es ist ein bescheidenes Ziel. Ja, Herr Hauff, das Ziel war bescheiden, aber es ging darum, mit alter Technik eine Aufgabe zu lösen. Wenn man uns Zeit lässt, werden wir mit neuen Techniken die Aufgabe viel besser lösen. Und es ist keine Frage das Ziel, sondern eine Frage des Zeitmaßstabs und eine Frage der Prioritäten. Und das ist natürlich auch ein Appell an die Bundesregierung. Die Bundesregierung muss wissen, welche Aufgaben wir am dringendsten lösen sollen. Treibstoffreduzierung, Sicherheit und Abgasreduzierungen. Alle Dinge sind technisch lösbar. Bloß die Summe von allen scheiden aus, dass man bei allen gleichzeitig das Minimum erreicht. Herr von Grünheim, darf ich hier vielleicht mal eine ganz kleine Zäsur machen? Wir haben ja schon eine ganze Menge Brocken aufgeladen hier auf den Bus. Vielleicht können wir mal zu einer kleinen Zäsur nach Bochum schalten. Ich habe gehört, da wird auch einiges zur Benzinpreisentwicklung gesagt. Bitte, Uwe Günzler aus Bochum, Opelwerk.
Ja, hier sind wir praktisch in der Arbeitswelt und hier wird sicherlich einiges dazu gesagt werden, denn die, die hier unter mir und neben mir sitzen, das sind Leute, die eigentlich doppelt darunter leiden. Einmal als Autofahrer logischerweise, zum anderen aber auch als Automobilwerker, denn höhere Preise heißt weniger Verkauf. Nehmen wir mal zwei Zahlen. 43% stieg der Benzinpreis im letzten Jahr. 2 Pfennig wird es jetzt billiger. Sind Sie glücklich? Ja, ich möchte vielleicht so viel dazu sagen, dass vielleicht mit mir viele Millionen andere Verbraucher auch das, was Herr Müller-Michaelis von der BP nicht getan hat, in Freudentränen ausbrechen wollen. Und darüber hinaus vielleicht noch eines sagen, Herr Müller-Michaelis, wie bescheuert halten Sie eigentlich den Verbraucher, dass wir glauben, dass Sie glauben, dass Ihre Sachen oder die Sachen, die Sie uns erzählen, von Ihren Verlusten noch hinnehmen? Damit das nicht als untypisch angesehen wird, fragen wir ruhig mal weiter runter. Ähnliche Auffassungen sind nämlich hier weit verbreitet. Herr Müller-Michaelis, es ist ja super, dass Ihre Gesellschaft den Benzinpreis um 2 Pfennig senkt. Aber ich finde das jetzt zur Eröffnungstag der IAA als ein Werbegag. Also Sie hätten den Benzinpreis ruhig 1-2 Tage vorher senken können, weil der Dollar, Sie begründen ja immer damit, dass der Benzinpreis so hoch ist, der Dollar so hoch ist, der Dollar fällt seit mehreren Wochen, fällt er kontinuierlich ab. Er ist jetzt auf 2,27,3 €. Übrigens zwischendurch nur vielleicht ein paar Bilder, meine Damen und Herren. Wir haben hier auch eine Tankstelle, da kann kein normaler Mensch tanken. Da werden die neuen Autos nur betankt und auch nur mit 3 bis 7 Liter. Und da ist es sicherlich auch billiger, rund 10%, habe ich mir sagen lassen. Aber gehen wir doch mal weiter rum. Die Leute hier haben nämlich auf Benzinpreise sehr genau reagiert. Automobilarbeiter, sehe ich das so ganz falsch, sind eigentlich die fleißigsten Fahrgemeinschaften. Ja, ich zum Beispiel bin auch in einer Fahrgemeinschaft drin und ich finde den Benzinpreis einfach unverschämt. Also diese Erhöhungen, die die letzte Zeit vonstatten kamen, die sind einfach unverschämt. Sagen wir doch mal was Konkretes. Sie verdienen, glaube ich, alle so ungefähr um die 1900 Mark netto. Das kann man so als Durchschnittsverdienst mal annehmen. Was geht denn für Benzin drauf mit Fahrgemeinschaft und was ohne Fahrgemeinschaft? Ja, wenn ich meine Arbeitsstrecke zugrunde lege, dass ich jeden Tag 25 Kilometer in einer Fahrstrecke habe und von meinem Arbeitgeber nicht einen Pfennig zurückerstattet bekomme und ich müsste tatsächlich auf eine Fahrgemeinschaft verzichten, dann könnte ich also ein Drittel meines Lohnes abschreiben dahingehend, dass ich nur für mein Fahrzeug mehr oder weniger arbeite und meine Familie dahingehend sehr dran zu knacken hat. Wir haben auch eine junge Dame hier, das ist eine der wenigen, den Opel die allerneuesten Autos anvertraut. Das ist schon wie die fahren das vom Band vorne runter, fast eine Mischung zwischen Slalomfahren und Rallye. Aber an Sie die Frage, wie ist denn das? Sie machen keine Fahrgemeinschaft, Sie fahren Ihr Auto. Warum fahren Sie weiterhin so Auto, wie Sie fahren? Weil ich dadurch unabhängig bin und ich sehe da keinen Sinn drin in einer Fahrgemeinschaft. Wenn von 4 Mann jetzt einer fährt, die anderen 3 lassen ihr Wagen in der Garage. Ich finde dadurch, dadurch gehen Arbeitsplätze kaputt, meinst du? Genau. Das heißt, es werden weniger Autos gekauft. Und deswegen finde ich das nicht gut. Ja, das läuft auf die Formel hinaus und so hat man ja auch schon mal die Politik der Bundesregierung charakterisiert. Man soll möglichst alle 2 Jahre ein Auto kaufen, möglichst einen Zweitwagen, aber um Gottes Willen das stehen lassen und im öffentlichen Nahverkehr fahren. Eine ganze Menge Fragen sind hier, glaube ich, aufgetaucht. Ich gebe wieder zurück an die Kollegen auf der IAA. Ich darf Ihnen, wenn wir gleich beim Benzin sind, da haben sich unheimlich viele Leute beklagt, und zwar Leute, die betroffen sind, nicht nur die Autofahrer, sondern die, die an sich das Benzin verkaufen müssen. Die haben dann gesagt, dadurch, dass die Leute so viel sparen, legen wir zu, wir verdienen nichts mehr. Herr Brockmeier ist vom Bundesverband der Tankstellen. Ihren Leuten, Herrn Griesel und all den Leuten geht es schlecht. Meinen Sie denn, dass durch so eine kleine Mini-Aktion, Herr Hauff hat eben ausgerechnet, Herr Müller-Michaelis, Sie müssten viel mehr senken aufgrund des Dollarkurses, da kommen wir bestimmt gleich noch darauf zurück. Meinen Sie denn, dass das jetzt eine gewisse Belebung für Sie bringt? Ja, ich würde zunächst auf etwas hinweisen. Herr Müller-Michaelis hat vorhin gesagt, von der Verantwortung für die flächendeckende Versorgung. Die flächendeckende Versorgung hatten wir vielleicht 1968, als es 48.000 Tankstellen gab. Heute haben wir noch 24.000. Die Mineralölgesellschaften haben also über die Rationalisierung, über die Senkung ihrer Distributionskosten, sprich also niedrigere Provisionen für die Tankstellen, versucht, ihre Rentabilität am Markt zu finden. Die ganzen Preissteigerungen, die in den letzten Jahren auf den Autofahrer zugekommen sind, haben für den Tankstelleninhaber im Prinzip nur Ärger mit sich gebracht, aber keine zusätzliche Rendite. Darf ich Herrn Griesel gleich mal fragen? Sie sind ja nur direkt Betroffener. Was verdienen Sie denn da so im Monat im Schnitt bei ESSO?
Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil wir ja noch ein sogenanntes Folgegeschäft haben auf der Tankstelle, wo wir ja sehr stark arrangiert sind, außer dem Benzin. Und so weiter. Ja, das müssen wir machen, sonst können wir nicht leben. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Herrn Müller-Michaelis, ja, ganz kurz, ja, wenn das möglich ist. Aber immer, Herr Gresel, klar. Herr Müller-Michaelis, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, wir haben innerhalb der letzten 6 Jahre eine Provisionserhöhung auf den Tankstellen so in etwa bei 6%. Das kann man also ausrechnen, das liegt bei jeder Station eines Pächters in etwa gleich. Die Kosten in dieser Zeit sind also zwischen 25% und 100% gestiegen. Die Beamtengehälter um 30%, die Arbeitergehälter um etwa 25% gestiegen. Wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir uns das ausgleichen? Ja, ich möchte dazu sagen, dass die Deutsche BP AG, und ich kann hier nur für mein Unternehmen sprechen, zunächst einmal am 1.7. diesen Jahres eine Anhebung der Provisionen in der Größenordnung zwischen 5% und 10% gegenüber ihren Partnern vorgenommen hat. Und dass wir darüber hinaus aufgrund der sehr aktuellen Vorgänge in unserem Markt in den letzten Wochen eine Ausgleichszahlung an unsere Partner gezahlt haben oder zahlen werden, um hier einen Teil der Belastungen abzudecken. Das heißt, im Rahmen des Möglichen versuchen wir, die wirtschaftliche Position unserer Tankstellenpartner eben mit einzubeziehen. Nur es führt eben keinen Weg daran vorbei, dass aufgrund der Bewegung auf der Kostenseite sowohl von den Rohstoffkosten der OPEC und auch der steuerlichen Anteils unser Spielraum so gering geworden ist. Ich könnte heute ein Schild an die Tankstelle setzen und müsste draufschreiben, Deutsche BP 14 Pfennige. Und damit würde der gesamte Kostenbestandteil abzudecken sein, den wir von der Erschließung der Rohstoffe über die Verarbeitung, Vermarktung, Verwaltung, Verlangen Forschung. Sie nicht, dass wir mit dem Klingelbeutel heute Abend Nein, das nicht, aber um die Größenordnung klarzustellen. Herr Müller-Michaelis, ich will jetzt dieses, meine Damen und Herren, auch draußen an dem Bildschirm, dieses Thema jetzt ein bisschen abschließen. Wir haben Benzinpreise. Moment. Da gibt es erstens eine Korrektur von Herrn Professor Schäfer. Korrektur, gut. Okay. Ja, Herr Minister Hauff hat gesagt, der Anteil des Energieverbrauchs im Verkehr hätte sich ständig erhöht. Herr Minister, ich muss also sagen, dieses stimmt nicht. Der Anteil des Energieverbrauchs im Verkehr ist seit 1950 etwa bei 20% des deutschen Endenergieverbrauchs. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn Sie diese Studie erwähnen bezüglich der 30-Stunden-Kilometer im Straßenverkehr, dann muss ich mich etwas wundern. Ich kenne die nicht. Wir haben auch ein Verkehrswissenschaftsinstitut, die noch nicht eine Methode gefunden haben, sowas vorherzusagen. Außerdem die andere Frage, warum will die Bundesregierung immer Geschwindigkeiten, die Höchstgeschwindigkeiten abschneiden? Warum versucht sie nicht, in den Städten zu flüssigerem Verkehr zu kommen? Von 20... Eine Frage der Stadtentwicklung. Jawohl. Ja. Und der Ampelsteuerung. Ich bin da kein Fachmann, aber da gibt es Möglichkeiten. Wenn Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, das entspricht also zähem Verkehr, nicht Stoßverkehr, auf 25 anheben können, das ist pro einem Wagen etwa eine Reduzierung von 100% auf 88%. Das könnte im Schnitt der Bundesrepublik in die Größenordnung von 5% Benzinersparnis kommen. Darf ich hier vielleicht gerade mal Ihren Nachbarn, Herrn Professor Ganser, ins Spiel bringen? Er kommt aus Düsseldorf, er gehört zum Ministerium für Städteplanung und Landesentwicklung. Und genau dieses ist ja auch ein Aspekt. Und deswegen wollten wir hier auch an sich eine kleine Zäsur machen, weg von der Aktualität vom Benzinpreis. Wie geht es in Zukunft weiter? Sie sagen, das Auto muss sich mehr der Stadt anpassen und nicht die Stadt, wie es bisher war, dem Auto. Und damit sind wir an sich schon bei der Zukunft. Und Sie ergänzen sich mit Herrn Schäfer, nicht? Durchaus. Ich habe nicht gesagt, die Stadt muss sich anpassen, die Verkehrsführung. Aber lassen Sie mal Herrn Professor Ganser gerade. Ja, ich würde mir schon wünschen, dass, nachdem wir 30 Jahre lang die Städte so um das Auto rumgebaut haben, jetzt 30 Jahre kommen, wo wir das Auto nach den Städten bauen. Und dazu, wie sollte das aussehen, Herr Professor Ganser? Dazu möchte ich schnell noch ein paar Zahlen nennen. Die Energiepreise sind sicher so ein hautnahes Problem. Aber die Leute, die in verlernten Wohnungen wohnen und die, die keine Kinder runterlassen können auf die Straße, und die, die keine Freiflächen vor der Wohnung haben und die, die kein Grün haben, das sind auch 25 Millionen Bundesbürger, nämlich im Durchschnitt etwa 40% der Wohnungen. Und wenn man immer von den großen Verkehrsleistungen redet, 80% wird vom Auto bewältigt, dann sollten wir nicht vergessen, 48% aller Wege, aller Verkehrswege werden zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und das ist die Hälfte aller Wege, während das Auto fast 2/3 der gesamten Verkehrsfläche hat. Herr Ganser, was machen Sie denn ganz konkret in Nordrhein-Westfalen, um das zu erreichen, was Sie jetzt hier eben gerade ausgeführt haben? Was machen Sie da? Um es ein bisschen spaßig zu machen, das Bild, was Sie da gebracht haben mit der alten Frau und der Autobahn und dem Gras. Ach so. Das ist gar nicht so absurd. Wir bauen Straßen zurück.
Allerdings nicht auf Autobahnen, sondern in Wohngebieten. Und ich finde das gar nicht so absurd, dass die Bevölkerung, die dort wohnt, vielleicht nicht gerade das Unkraut gießt, ja, aber Vorgärten wieder bekommt, Kübel aufstellt und das Auto sich ein bisschen da durchschlängeln muss. Und nun bin ich beim Herrn Schäfer. Ich bin auch für Flüssigfahren. Ich würde nur dazu sagen, und langsam. In den Städten. Und dann kann man mit mir gut reden. Und da muss ich sagen, wenn ich will ja auch nicht mehr als 50 Stundenkilometer haben. Ja, ich, aber flüssig. Ich würde gern 25. Ich würde gern zwischen 15 und 35 so bleiben. Ja, sind wir einig. Da kommt man ein ganzes Stück weit. Aber Herr Ganser, ist das nicht, oder sagen wir, nehmen wir den utopischen Teil Ihrer Vorstellung uns jetzt mal vor. Sie sagen, Innenstädte frei oder möglichst frei vom Auto. Nein. Wie soll denn dann der, sagen wir, die Fortbewegung der Bewohner stattfinden in öffentlichen Verkehrsmitteln? Sie glauben also, man müsste den Schwerpunkt verlagern auf öffentliche Verkehrsmittel und das Auto raus aus der Innenstadt? Der Autofahrer hat ja nicht nur Benzin gespart, dadurch, dass er sparsamer gefahren ist. Er hat sehr häufig das Auto stehen lassen. In Hannover haben in den letzten 5 Jahren die Fußwege und die Fahrradwege exorbitant zugenommen, viel stärker als der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs, viel stärker. Und gefahren soll ja weiterhin werden. Nur die Nachteile des Fahrens, dass es laut ist, dass es gefährlich ist, das soll verändert werden. Und wir machen das mit dem Stichwort Verkehrsberuhigung. Wir haben ein großes Programm Verkehrsberuhigung. Wir geben dafür relativ viel Geld aus. Und wir wollen den Autofahrer nicht behindern oder gar schurigeln. Wir wollen ihn zum Langsamfahren bewusst verführen. Herr Hauff, ist das ein Konzept, was man vom Land auf den Bund überwerden werden? Würden Sie sowas unterstützen, was er gerade aus Sicht des nordrhein-westfälischen Landes gesagt hat? Unterstützt das Ihre Thesen? Was der Professor Ganser gerade gesagt hat, geht zurück auf ein groß angelegtes Programm von Modellvorhaben zur Verkehrsberuhigung, das der Bund zusammen mit dem Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat. Und diese Modelle waren erfolgreich. Sie haben die Verkehrstoten drastisch reduziert und sie haben die Wohnqualität in den Städten verbessert. Und daraus haben wir im Bund die Konsequenz gezogen und die Straßenverkehrszulassungsordnung verändert. Es haben jetzt Kommunalpolitiker seit etwa einem Dreivierteljahr die Möglichkeit, solche verkehrsberuhigten Zonen in ihren Städten einzuführen. Das heißt Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer, Vorfahrt, das kann man fast nicht sagen, für den Fußgänger in diesen Gebieten. Und auf die Weise ein Beitrag, um die Unwirtlichkeit unserer Städte etwas zu überwinden. Das heißt, vom Ansatz her halte ich das für ein richtiges, vernünftiges Konzept. Nur das lässt sich nicht von Bonn her verordnen, sondern es ist eine Entscheidungsmöglichkeit, eine Entscheidungsfreiheit, die jetzt den Kommunalpolitikern gegeben ist durch die neue Straßenverkehrszulassung. Ich bin sicher, die Autoindustrie wird dazu gleich was sagen wollen. Wir wollen aber zu einem ganz bestimmten Punkt jetzt noch einmal umschalten nach Bochum. Ja, meine Damen und Herren, und das, was Sie hier sehen, das sieht ein bisschen nach Idylle aus, aber in Wirklichkeit, habe ich gelernt, ist es das Wohnzimmer des Montagefacharbeiters. Wohnzimmer deshalb, weil hier werden Pausen gemacht und einige Pausen sind zurzeit da. Das Verband steht, das werden Sie gleich sehen, und hier so schön gestalten Sie sich Ihren Arbeitsplatz, der an sich relativ trist ist. Bei mir ist jetzt einer, der hat sich keine Pause genommen, er arbeitet hier am Fließband. Wie steht's denn? Wie viele Autos gehen eigentlich hier so pro Schicht durch? Also pro Schicht würde ich sagen, also zwischen 530, 540 Stück. Und welche Stelle bearbeiten Sie hier? Also wir haben hier die Hochzeit, das ist der Zusammenbau zwischen Karosserie und Fahrwerk. Ja. Und hier werden praktisch Motor, Getriebe und Karosserie miteinander verbunden. Hochzeit ist etwas sehr Poetisches, aber hier etwas sehr Praktisches. Ja, genau. Dieses Auto, das jetzt hier steht, wenn die Pause gleich zu Ende ist, da kann man wohl sagen, so in etwa einer Stunde ist es dann fertig, da ist es vom Band. Ja, eine Stunde, also wenn es ganz rumgeht, wenn jede Montage vorbei ist, dann läuft es fix und fertig vom Band. Fließbandarbeit, sagt man doch immer, das ist immer der gleiche Griff, das ist stupide, da kann man gar nicht bei denken. Ist das so oder ist das nicht vielleicht doch ein bisschen flexibler, was Sie hier machen? Also ist schon etwas flexibler, aber wie gesagt, also man gewöhnt sich auch daran, ja. Wir haben gerade so ein paar utopische Konzepte gehört. Vielleicht sind sie irgendwann realistisch. Lassen wir mal kurz darüber reden, bevor Sie dann gleich leider wieder an die Arbeit müssen. Sind Sie eigentlich dafür? Würden Sie ganz gern so verkehrsberuhigte Zonen, nur 30 Stundenkilometer fahren und Ähnliches? Ja, ich bin selbst Familienvater von 2 Kindern und ich würde dafür schon plädieren. Wie schnell fahren Sie denn? Also wenn ich mit der Familie fahre, ob nun Reisegeschwindigkeit auf Autobahn, also nicht mehr wie 100. Und wenn Sie jetzt so in den Betrieb fahren, fahren Sie auch mit der Fahrgemeinschaft?
Wir fahren mit der Fahrgemeinschaft, ja. Wie schnell fahren Sie da? Doch bestimmt nicht 20 oder 30 Stundenkilometer. Ja, ich meine, wenn ich fahre, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich fahre, wie gesagt, wie in der Ortschaft üblich ist, 50, vielleicht auch mal 60, ich meine, das ist ganz klar, aber... Würden Sie eigentlich Benzin einsparen, wenn Sie langsamer fahren? Ja, will ich da wohl hoffen. Ich meine, mein Auto ist zwar nicht mehr das Neueste, also da muss ich schon einen Liter mehr rechnen wie bei den neuen Fahrzeugen. Aber so ohne Fahrgemeinschaft kämen Sie auch nicht hin, oder? Ja, das wäre doch meines Erachtens ein bisschen zu teuer. Mhm. Ja. Und mit den Kollegen, wir wechseln uns ab, also praktisch bin ich dann alle drei Wochen einmal dran. Macht das hier eigentlich Spaß, die Arbeit, oder ist das so einfach ein Job, wo man halt ganz gut Geld verdienen kann? Ich würde sagen, es ist ein Job, wo man Geld verdienen kann und man muss ja überall arbeiten. Ist ja nicht nur, ob man hier am Fließband steht, ist ja egal wo, aber gearbeitet werden muss überall. Welche Zukunft hat man hier eigentlich? Wenn man hier so am Fließband steht, hat man da die Chance, irgendwann Meister zu werden, aufzusteigen, Abteilungsleiter zu werden, wie immer die Gruppierungen hier heißen? Oder geht man davon aus, diesen Job mache ich und den behalte ich immer? Naja, ich meine, das entzieht sich mehr oder weniger meiner Kenntnis. Also das liegt meines Erachtens mehr an den Meistern und so weiter, die diejenigen dann vorschlagen, ja, um irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten zu kriegen. Das heißt, Sie glauben nicht so ohne weiteres, wenn man hier nun ranklotzt und wenn man hier was leistet, dann wird es automatisch? Also ich würde es nicht sagen. Irgendwie hängt da noch gewisse Sachen von ab. Ja. Ja. Haben Sie eigentlich persönlich Angst um Ihren Arbeitsplatz? Diese ganze Diskussion, weniger verkauft sich und so. Hat man wirklich Angst? Redet man in Ihren Kreisen, bei Ihren Kollegen darüber? Wie wird es weitergehen? Ja, also ich würde sagen, wir unterhalten uns stellenweise in der Pause öfters mal darüber. Und ich bin mittlerweile jetzt 18 Jahre hier. Ob ich jetzt da nun einen Vor- oder Nachteil habe, das wird sich zeigen. Aber direkte Angst, dass man sagt, es könnte sein, übermorgen sitze ich auf der Straße, das ist nicht gegeben, oder? Ich bin noch jung, ich bin erst 37 Jahre, also ich würde eventuell woanders auch noch Arbeit finden. Ja. Wollen wir hoffen. Ja. Liegt Ihnen eigentlich was daran, unbedingt Autos zu bauen? Oder würden Sie genauso gut an irgendeiner anderen Stelle irgendetwas anderes, meinetwegen Fahrräder, Straßenbahn, Eisenbahn, irgendetwas bauen? Ohne weiteres, würde ich ohne weiteres machen. Ja, jetzt gibt es noch wenige Sekunden, meine Damen und Herren, und dann werden Sie fast etwas Wunderbares erleben, denn hier geht alles auf die Sekunde zu. In wenigen Sekunden wird eine Sirene ertönen und dann geht's weiter. Da ist sie. Sie müssen weiterarbeiten. Schön. Gehen wir mal zur Hochzeit ein bisschen rüber. Das Band wird gleich wieder anfahren. Passen Sie auf, wenn die Sirene zu Ende ist, dann geht's ruckartig los. Muss so sein, ging bisher immer so. Warum sollte es heute anders sein? Ja, und schon geht es los. Das ist, was für eine Arbeit machen Sie jetzt hier im Moment? Wie gesagt, ist die Hochzeit. Die Karosserie kommt von oben jetzt runter. Jetzt wird Motor und Getriebe mit der Karosserie zusammen verbunden. Ist das immer gleich oder sind da auch schon mal welche verkantet oder etwas anderes? Es kommen gewisse Schwierigkeiten vor, aber die lassen sich leicht beheben. Ja, meine Damen und Herren, das war ein kleiner Einblick in die Arbeit, die wir hier haben. Eine ganz praktische Arbeit und vielleicht hat es einiges gegeben, was die Diskussion befruchten kann. Das Fließband geht weiter. Wie gesagt, dieses Auto ist in einer Stunde vom Band und damit wieder zurück nach Frankfurt. Tja, und der Uwe Günzler hat in den Gesprächen etwas angesprochen, was wir hier fortsetzen wollen, nämlich die Konjunktur, die Angst der Arbeiter in der Automobilindustrie, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Hier ist Michael Burkhardt, Martin Burkhardt, er ist Wirtschaftswissenschaftler beim Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, hat ein Buch herausgebracht, die gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs, Herr Burkhardt, und dabei haben Sie natürlich auch einen Blick in die Zukunft getan, wie die Konjunktur gerade aus der Sicht der Arbeiter weitergehen soll. Ja, und dazu würde ich gerne eins sagen, vorhin wurde schon genannt, dass jeder siebte Arbeitsplatz bei uns vom Automobil abhängig ist. Das hat bis Anfang der 60er Jahre natürlich was Positives bedeutet für unsere Wirtschaft. Aber inzwischen hat sich der Trend umgekehrt. Man kann sagen, dass das Wachstum jährlich geringer geworden ist im Durchschnitt. Und das heißt gleichzeitig auch, dass es eine große Gefahr ist, wenn jeder siebte Arbeitsplatz bei uns abhängig ist von der Automobilindustrie. Und man muss sagen, dass die Dynamik, die die Automobilindustrie ausgelöst hat in anderen Branchen, meinetwegen das Hochkommen der Ölländer, dass eine Campingindustrie entstehen konnte, dass mehr Straßen gebaut wurden, dass die Transportwege billiger wurden für die ganze Wirtschaft, dass sich das inzwischen zurückwirkt auf die Automobilindustrie und teilweise umgekehrt hat. Wenn man früher einen Kilometer Autobahn gebaut hat, dann hat das noch gesamtwirtschaftlich gesehen eine Kostenverminderung und eine Zeitverminderung bedeutet. Wenn man heute dagegen bei einem schon fast vollständigen Autobahnnetz noch einen Kilometer baut, zu den gleichen realen Kosten, dann bringt das für die gesamte Wirtschaft kaum noch eine Verbesserung. Und das muss man meiner Meinung nach auch den Opel-Arbeitern mal sagen. Damit steht im Zusammenhang,
dass die Kapazitäten weltweit von den Automobilkonzernen ausgeweitet werden, obwohl schon ersichtlich ist, dass es in eine Krise führen muss. Und von daher sollte man das Thema auch mal ansprechen, inwieweit sind die Automobilkonzerne darauf vorbereitet, auch andere Sachen zu produzieren als Automobile? Denn ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Burkhardt, dann ist das ein Vorwurf, der auch in Richtung Bundesregierung, also hier Minister Rauf, geht, dass sich ein Land so abhängig macht in der ganzen Folgeindustrie von einem Zweig, nämlich von der Autoindustrie. Und wenn dann Schwächen auftauchen wie jetzt, nämlich die Verteuerung der Ölpreise, auf die wir überhaupt keinen Einfluss, zumindest von den Herstellerländern haben, dann plötzlich ist jeder siebte Arbeitsplatz gefährdet, Herr Minister Rauf. Dann geht die Konjunktur zurück. Der Vorwurf also an die Politiker, warum man sich abhängig macht in so starkem Maße von einer einzigen Industrie. Ja, Herr Rauf, wollen Sie gleich? Herr von Kuhnheim wartet schon, er sitzt schon in den Startlöchern, um gerade zu diesem ganzen Reigen von Themen, den wir hier aufgerissen haben, gerade von Professor Ganser. Wollen Sie erst auf das antworten? Kann ich gerne, aber ja. Dann auch Herr von Kuhnheim. Machen wir erst Herrn von Kuhnheim. Das war ein ganzer Strauß eben. Also das ist ein Strauß. Ich versuche mich also um ein paar wichtige Dinge rauszugreifen. Erstens mal, die Automobilindustrie klagt nicht und die Automobilindustrie fragt nicht um Hilfe. Ich möchte deswegen auch hier ganz klar stellen, dass die Automobilindustrie auch nicht in Bonn antichambriert und sagt, jetzt helft uns, weil die Zeiten schlechter geworden sind. Die Automobilindustrie ist weiterhin eine starke Industrie und gerade die deutsche Automobilindustrie hat weiterhin in der Welt absolut eine technische und wirtschaftliche Spitzenstellung. Die Frage des Umwandelns einer Industriestruktur, dazu darf ich sagen, die Automobilindustrie, so wichtig sie ist nicht aber alleine hier. Wir haben eine sehr starke Maschinenbauindustrie, wir sind im Werkzeugmaschinenbau Nummer eins in der Welt und können auch nicht sagen, macht was anderes. Wir haben eine sehr starke chemische Industrie, wie ich sagte. Wir haben viele andere Industriezweige, die dieselbe Bedeutung haben wie die Automobilindustrie. Aber haben Sie eigentlich schon auf Ihrem eigenen Gebiet schon so viel getan, dass man sagen kann, Herr Hoff hat es ja in letzter Zeit gerade in einem Interview gefordert, wir wollen das Sparauto für den Bürger, das wäre die Abhängigkeit. Ich glaube, haben Sie denn da schon genug getan? Sind wir mit dem Minister Hauff völlig einer Meinung. Mhm. Es geht hier ausschließlich um den Zeitmaßstab und es geht darum, die Möglichkeit gegeben, neue Techniken, neue Technologien anzuwenden. Es ist ja nicht so, dass Ingenieure muss sich rumsetzen und diskutieren, sondern es ist ganz harte Knochenarbeit, zu neuen Techniken zu kommen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, die dauern 4, 5, 6 oder 10 Jahre. Und die deutsche Automobilindustrie hat ja gerade in den letzten Jahren bei einem sehr schweren Weltmarkt bewiesen, dass sie sich vor allem technisch behaupten kann. Und diese technische Behauptung hat ja dazu geführt, dass wir bereits heute im Schnitt 10, 12% Treibstoff gespart haben, nur innerhalb von 2 Jahren. Wird man uns Zeit geben, die nächsten 3, 4 Jahre werden es weitere 10% werden. Darf ich Sie zu dem Punkt, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ganz kurz mal jemanden einschieben von der Technischen Hochschule in Darmstadt. Das ist Herr Professor Breuer. Herr Professor Breuer steht einer Forschungsgruppe vor, die auch hier im Vorgriff auf diese Automobilausstellung ein Forschungsprojekt vorgelegt hat. Herr Professor Breuer, sonst sagt man immer, Sie machen so alles vom Katheter weg und sind keine Praktiker, nur haben Sie selbst ein Auto produziert. Können Sie der Autoindustrie vorwerfen, eben Herrn von Kuhnheim gegenhalten, ihr tut an sich zu wenig. Wir Wissenschaftler haben schon viel mehr, was das Sparen angeht, ausgetüftelt. Ach, wissen Sie, im Grunde machen wir die solide Ingenieursarbeit, die Herr von Kuhnheim gerade angesprochen hat. Das Auto ist ein sehr komplexes Gebilde mit sehr vielen ineinandergreifenden Komponenten. Und wenn man die Frage stellt, was hätte man früher schon von dem machen sollen, was man heute in Forschungsautomobilen sieht, dann kann ich vielleicht 2 Extrempunkte nennen. Es gibt zum Beispiel Erkenntnisse aus der Aerodynamik des Kraftfahrzeuges, die in den 20er und 30er Jahren gewonnen worden sind. Das heißt, man hätte vor 10 Jahren sicherlich schon CW-Werte in ähnlicher Größenordnung wie heute realisieren können. Ein anderer Problempunkt, wenn wir das Geräusch ansprechen, und ich bin absolut der Meinung, dass wir die Autos leiser und besser und schützender machen müssen bei Beibehaltung der heutigen Geschwindigkeiten. Ich sehe nicht die Aufgabe darin, sie langsamer zu machen und damit die Probleme zu lösen. Herr Breuer, haben Sie das erreicht mit Ihrem Modell, das Sie hier auf der Messe zeigen? Wir möchten die gleichen Verkehrsleistungen, also die Forschungs-PKWs laufen ja nun auch alle deutlich über 150 Stundenkilometer und in der Ausschreibung, die ja Herr Hauff noch als Bundesforschungsminister 1978 gemacht hat, wurde ja eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 140 Stundenkilometer verlangt. Ja. Wir wollen bei Beibehaltung dieses technischen Standards der Verkehrsleistung die Automobile besser machen. Noch ein Gedanke zum Geräusch, um noch einen anderen Ingenieurspunkt abzugrenzen.
Ein sehr wichtiger Faktor im Geräusch von Automobilen ist das Reifengeräusch. Und hier sind Forschungsergebnisse erst zu erarbeiten. Die liegen nicht schon seit 20 Jahren vor. Ich glaube, zum Thema Aerodynamik, die ja eine große Rolle, glaube ich, spielt im Benzinverbrauch auch und in der Lärmbelästigung, Herr Professor Breuer, hat Herr Colani als Designer und Entwerfer rasanter Automodelle etwas zu sagen. Sie haben das, Herr Colani, wissenschaftlich sogar überprüft im Windkanal. Mich würde interessieren, den kleinen Film zu zeigen, den wir im Windkanal in Wolfsburg gedreht haben, wenn man den einspüren. Herr Colani, wir haben einen Film gedreht im Windkanal. Ja, und wenn Sie mal ein bisschen was sagen können dazu, wir was es sich handelt. Wir sind im Begriff, all dieses herrliche Blablabla, was hier gemacht wurde heute Abend, zu versuchen, in Frage zu stellen. Ein kleines Team, das versucht, mit kleinen Mitteln aufzuzeigen, dass sich die Automobilindustrie viel zu leicht von dem Sektor entfernt hat oder ihn noch nicht besetzt hat, der zwischen dem kleinen Automobil und dem Fahrrad liegt. Vor 20 Jahren, in den 50er und 60er Jahren, gab es Isettas, da gab es kleine Fahrzeuge wie Messerschmitt, Goggomobil, ultraleichte, sehr, sehr günstige Fahrzeuge, die langsam fuhren. Herr Colani, wir untersuchen das ist doch ein dieses rote hier. Fahrzeug. Lassen Sie mich kurz dazu Stellung nehmen. Das ist ein Fahrrad, eine Seifenkiste, zweimal hintereinander. Ja. Die sind in der Lage, bis zu 100 Kilometer zu fahren, wenn man dicke Oberschenkel hat. Man kann es. Man kann aber 50 Kilometer fahren mit ganz normalen Menschenbeinen. Und ich glaube, dass das eine der Möglichkeiten ist, das, was der Hauf vorhin sagte, zu ermöglichen, was viele Leute hier sagten und postulierten, zu ermöglichen. Ich bin der Meinung, dass der große Sektor Kleinautomobil erst auf uns zukommt. Ich werde morgen früh bei mir auf Harcourt, 300 Kilometer nördlich von hier, mit japanischen Vizepräsidenten großer Hersteller zusammentreffen. Die sind für Kleinstautomobile dieser Herstellungsart aufgeschlossener als das in diesem Land der Fall ist. Bedauerlicherweise. Herr Colani, Sie resignieren, also hat Sie das... Herr ich Klingelberg, resigniere gar nicht. Ja, Sie sind Sie gehen nach Japan. Sie sagen, hier spielt sich nichts mehr ab für mich. Hier spielt sich jede Menge ab. Sie haben es ja gerade gehört. Von Kuhnheim sagte, deutsche Automobile sind die besten. Er hat vollkommen recht. Aber das Segment liegt zu weit nördlich. Die muss es auch geben, seine großen Fahrzeuge. Herr Klingelberg. Aber unten die... Für die Boys bei Opel, die müssen wir auch bauen. Herr Klingenberg, kommt da nicht drum herum. Herr Klingenberg, Fachjournalist Frankfurter Rundschau, hat Sie das, was Sie sowohl von der Autoindustrie, was Sie von den Städteplanern jetzt eben auch noch von Herrn Colani gehört haben, überzeugt? Sagen wir mal so, was Herr Colani macht, das sind liebenswürdige, freie Kreationen, die aber leider mit der Realität, die wir auf den Straßen haben, wenig zu tun haben. Ich finde, gerade diese Automobilausstellung zeigt in einer Hinsicht einiges, was interessant ist. Im Gegensatz zu früheren Traumwagen und Dreamcars und Stylingstudien haben wir hier zum ersten Mal vier Automobilentwürfe auf den Rädern stehen, die auf dieser Ausstellung zu sehen sind. Und da ist gebündelt eine ganze Menge technischer Intelligenz. Ich bewundere zum Beispiel das eine Auto in einer Kompaktklasse. Das ist ein geräumiges Auto geblieben, so wie wir heute unsere Konsumautos haben. Und das hat eine Aerodynamik, die also außerordentlich viel besser ist. Wir können mit geringeren Motorleistungen hohe Geschwindigkeiten weiterfahren, was seine Grenzen immer haben soll, aber mit extrem niedrigen Verbrauchswerten. Und dieses Auto ist noch dazu ästhetisch ansprechend. Also wir haben hier auf der Ausstellung und auch gerade was hier Professor Breuer präsentiert hat mit seiner Universitätsarbeitsgemeinschaft, das ist für meine Begriffe sehr überzeugend und demonstriert eigentlich doch auf gute Weise, wo es in Zukunft lang gehen sollte. Es ist möglich, Fahrzeuge zu bauen in der Gegend von 4, 5, 6, 7 Liter für eine schwere Reiselimousine, Verbrauchswerte 7 Liter. Das ist nicht absolute Utopie. Herr Klingberg, ich hör gerade, kleinen Moment mal, Herr Colani, ich höre gerade die Opel, die ja an sich am Band stehen, die müssen es auch wissen, auch die Manager dort, die haben was zu sagen, nicht, in Bochum? Ja, wir wollen gleich mal weitermachen, denn mich interessiert eigentlich mal die Frage bei den Opel-Arbeitern hier, was für ein Auto der Zukunft Sie eigentlich sehen, was der Einzelne eigentlich haben will. Zum Beispiel, ist das Kleinstauto, ist das eine Alternative? Wünschen Sie sich ein Kleinstauto, ein großes, was für eins überhaupt? Ich wünsche mir ein normales Auto, ein vernünftiges, großes. Ja, was heißt normales Auto, wenn man zum Beispiel an Spritverbrauch denkt? Ja, warum soll ich als kleiner Mann immer einen kleinen Wagen fahren, nur weil ich Arbeiter bin? Wie viel steht so? Ja, normales Auto würde ich sagen, den neuen Ascona. Der hat ja auch zwischen 9 und 10 Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer.
Und das ist also, würde ich sagen, ein richtiger Mittelklassewagen für unser eins. Jetzt könnte man natürlich, wenn wir fair sind, müssen wir jetzt also noch 7, 8 andere Mittelklassewagen hinterherzählen und so, nicht? Aber immerhin, also der Mittelklassewagen, ist das so allgemein das, was man eigentlich haben will, nur möglichst soll er kein Benzin verbrauchen? Oder? Nein, man darf eigentlich sagen, dass es der Trend einfach dahin ist, um vernünftigen Familienauto, Hosenträgerauto auch genannt. Und wenn wir die Frage mal so aufkreuzen, Konjunktur haben ist sehr schön, Konjunktur sind Arbeitsplätze. Ich glaube, Herr Fahrtmann wird mir zustimmen, dass er einer mit von den Glücklicheren sein wird, wenn er solche Arbeitslosenzahlen hier in Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen runterkriegen könnte. Ja, jetzt aber nur einen Satz noch mal schnell. Wie ist das denn, die Colani-Autos, die wir gerade gesehen haben? Ist das was Sie haben möchten? Ich wollte dazu sagen, Konjunktur schön und gut. Was wir bauen, soll es im Grunde genommen egal sein. Hauptsache die Förderer, die laufen, wenn wir Colani-Ideen hier verwirklichen. Den Wagen kauft doch keiner, den wir gerade gesehen haben. Also, nee, solche Autos nicht. Kann ich meinen Kindern schenken, sowas, aber selbst mit zur Arbeit fahren, ey. Also eine moderne Seifenkiste eigentlich, so etwas. Aber ich glaube, das Ganze ist doch ein bisschen anders noch zu sehen, denn Herr Fahrtmann, Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, zuständig für all diese Entwicklungen eigentlich auch, denn das alles heißt doch auch Arbeitsplätze. Solche Entwicklungen bringen die Arbeitsplätze oder überfordert man die Automobilindustrie und schaffen die Arbeitsplätze weg? Ich glaube, dass auch der Automobilindustrie neue Entwicklungen ins Haus stehen. Das werden wir gar nicht vermeiden können. Darauf muss sich die Automobilindustrie einstellen, darauf müssen sich auch die Arbeitnehmer, die davon betroffen werden, einstellen. Aber ich glaube ganz sicher, dass das Auto als Gebrauchsgegenstand auch in dieser Form zunächst keine Alternative hat. Und ich glaube auch, dass der Trend dahin geht, diesen Gebrauchsgegenstand natürlich möglichst gebrauchsmäßig haben zu wollen. Dazu gehört, dass man möglichst viel Platz auch im Auto haben will. Und die Ideologie mit dem Kleinauto ist, wenn sie eine Ideologie ist, ganz sicherlich nicht weiterführend. Was nicht ausschließt, dass wir natürlich die Umweltbelastungen, die das Kraftfahrzeug hervorruft, sehen müssen und alles tun müssen, um sie zu reduzieren. Wenn man ein Auto kauft und es auch fahren soll, heißt das vielleicht auch, dass die Mineralölsteuer vielleicht doch ein bisschen gesenkt werden müsste, damit man sich überhaupt leisten kann? Ja, das ist eine alte Streitfrage. Im Grunde glaube ich nicht, dass die öffentliche Hand auf Einnahmen verzichten kann, auch nicht aus dem wichtigen Sektor des Automobilverkehrs, nicht zuletzt deswegen, weil ja auch die öffentliche Hand erhebliche Leistungen aus Steuergeldern für die Bereitstellung des Automobilverkehrs erbringen muss. Es ist für mich nur eine Frage, wo man am gerechtesten diese öffentlichen Abgaben erhebt. Ob man sie erhebt auf die Benzin, auf den Kraftstoff. Das hat gewisse Steuerungsfunktionen unter Umständen für die Motorauslegung. Das hat vielleicht auch auf das Fahrverhalten eine gewisse Auswirkung. Da muss derjenige, der viel fährt, natürlich mehr zahlen als derjenige, der das Auto nur relativ wenig benutzt. Das ist eine Frage, die nach gesellschaftspolitischen Maßstäben entschieden werden muss, vielleicht auch nach finanzpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen. Zwei Steuern zu erheben ist natürlich sehr viel aufwendiger als eine. Das ist für mich keine Prinzipienfrage. Okay, danke Ihnen, Herr Fahrtmann. Meine Damen und Herren, zumindest eine nicht ganz überraschende Erkenntnis kommt von hier, von Opel wieder zurück nach Frankfurt. Das Kleinstauto will hier niemand und auch, glaube ich, auf der Messe gibt es auch immer weniger davon. Zurück nach Frankfurt. Herr von Kuhnheim. Der Automobilindustrie ist wieder der Vorwurf gemacht, warum immer nur große Autos und warum jetzt das Sparauto so spät. Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass die Automobilindustrie seit Jahren Konstruktionen zum Sparauto in den Schubladen hat und nicht rausgegeben hat. Jetzt, wo die Benzinkrise da ist, werden die Konstruktionen langsam vorangetrieben. Es dauert aber immer 3-4 Jahre, bis das in der Serie durchschlägt. Also die Automobilindustrie ist in einem so starken Wettbewerb ausgesetzt, dass sie töricht wäre, wenn sie Entwicklungen zurückhalten würde. Ich darf aber nur sagen, zu der Größe des Autos, es gibt eine bestimmende Größe und die kann auch Herr Colani nicht wegdiskutieren, auch kein anderer. Das ist nämlich die Größe des Menschen und wir können das Auto nicht kleiner machen, als der Mensch ist. Und wir können auch nicht mit Autos haben, wo der Mensch nur liegen kann, sondern wir brauchen auch Autos, in denen der Mensch sitzen kann. So einfach. Aber ich möchte doch etwas hier sagen. Die Entwicklung im Automobilindustrie und der augenblickliche Aufwand der Automobilindustrie ist größer und das Tempo ist schneller in diesen jetzigen vor uns liegenden Jahren, als es je in den letzten 30, 40 Jahren gewesen ist. Und das Automobil steht vor einer technischen Revolution und Änderung, wie wir es überhaupt noch nicht seit dem Bestehen des Autos bisher gekannt haben. Um eine Zahl zu sagen. Es wird zurzeit in der Automobilindustrie und der Zuliefererindustrie, die genauso wichtig ist und genauso groß ist wie die Automobilindustrie selber, zurzeit ausgegeben 6 Milliarden pro Jahr für die Neuentwicklung. Und diese 6 Milliarden wird man nicht, um darauf Ihre Frage, Frau Dickmann, zu kommen, in die Schublade tun.
Denn diese 6 Milliarden müssen letzten Endes irgendwo zum Schluss ihren Kapitalrückfluss finden. Herr von Kudheim, darf ich diesen Faden Investitionen, und wir haben an sich eine Menge getan, aufgreifen und darf Ihnen Herrn Tomita vorstellen. Herr Tomita ist der Chef eines der japanischen Konzerne, die man ja mit der gelben Gefahr für Deutschland bezeichnet hat. Und man hat von Ihren Vorstandsetagen, nicht von Ihrem Haus, sondern es wird zitiert, aus deutschen Vorstandsetagen gesagt, wenn wir die Japaner nicht gehabt hätten, dann hätten wir sie erfinden müssen, damit wir endlich aus unserem Dornröschenschlaf erwachen in Deutschland und in Europa. Herr Tomita, waren Sie eigentlich quicker, waren Sie schneller, haben die Deutschen in der Entwicklung geschlafen, denn gerade Sie mit den Japanern haben hier einen hohen Importanteil in der Bundesrepublik. Ja, die Frage? Haben die Japaner mit ihren Entwicklungen geflügelt? So was in Englisch mal? Ja. Ist besser? Oder Herr Merten, können Sie es? Herr Merten ist der Vorsitzende des Importvereins, zu dem im Grunde genommen auch Herr Tomita gehört. Ja. Können Sie für Herrn Tomita antworten? Ja, ich will es versuchen. Ich vertrete ja auch einen Japaner Toyota. Und, dann müssen wir sagen, er kommt von Mitsubishi, Sie kommen von Toyota. Okay, haben wir zwei weg. Aber es gibt noch sechs andere. Okay. Es gibt noch viele andere, ja. Und sicherlich haben die Japaner durch ihren Druck auf den Markt hier in Europa dafür gesorgt, dass die deutsche Industrie angefangen hat, wiederum sich zu fürchten und oder nachzudenken, was man weitermachen könnte. Herr von Kühnen wird da widersprechen, das gebe ich gerne zu. Aber es gibt ja auch noch andere Firmen als die, als BMW und Mercedes. Und ich glaube, dass insbesondere diese Gefahr, die von den Japanern ausgegangen ist, zunehmend nun auch in den technischen Bereich geht und in Bereiche des Sparens, in Bereiche der Abgasentgiftung. Herr Merten, da muss ich an sich den direkt Betroffenen gleich fragen. Herr Tomita, das werden Sie bestimmt dann soweit verstehen. Arbeiten Sie schneller und besser als die Deutschen? Wenn ich eben gehört habe, dass Sie auch im technologischen Bereich jetzt vorne sind oder sich bemühen, nach vorne zu kommen. Sind Sie besser, sind die Japaner besser? Man hört ja immer so viel von Ihnen. Mehr nicht, aber fleißiger schon. Das heißt, die Deutschen waren fleißiger als die Japaner, aber Japaner sind jetzt fleißiger als Deutschen. Herr Tomita, ja. Ist es nicht so, dass Sie auch mit mehr automatischen Herstellungsschienen, also mit automatischen Straßenarbeiten, weniger Personal benutzen, rationalisiert haben, ganz streng? Ja, die Konzept ist ganz anders als bei Ihnen. Also zum Beispiel Schweckerei. Das ist eine schmutzige Arbeit. Mhm. Das mag man nicht, gar nicht. Deshalb hat man einen Plan gehabt, eine neue Maschine zu entwickeln. Und bei Ihnen ist das anders. Das geht nur um die Arbeitslosigkeit, wenn ein neuer Roboter in die Fabrik kommt. Also, wir denken, dass etwas Neues ist Gutes. Gut ist. Das heißt, ein Roboter zum Beispiel macht uns besser. Die schmutzige Arbeit Sie setzen die Leute dann da ein, wo sie humaner arbeiten können. Aber das hat natürlich zur Folge, dass sie Leute entlassen müssen, wenn sie automatisieren, wenn sie Roboter einsetzen. Spielt das bei Ihnen keine so große Rolle wie bei uns? Dann muss man noch mal tiefer und fleißiger denken. Und einen Fachmann, der solche Arbeit kennt, kann auch eine andere, neue Arbeit schnell schaffen. Ja, wir haben eine kleine Einspielung, einen Film vorbereitet, der uns mal zeigt, wie ein Roboter in einem Automobilwerk arbeitet, damit man eine Vorstellung hat, was er leistet. Herr von Kunheim, vielleicht können Sie den Faden da gleich auch wieder aufgreifen. Herr Tomita sagte das so zur Humanisierung der Arbeitsplätze. Wenn man Ihre Investitionen gerade auf diesem Bereich des Robotereinsatzes hört, dann steht doch da auch die Frage der Arbeitsplätze an sich vorne an. Die steht da absolut damit. Meine Zahl von Frieden von den 6 Milliarden waren, die wir im Augenblick täglich, jährlich für die Entwicklung ausgeben. Die Roboterisierung, um dieses schreckliche deutsche Wort mal aufzugreifen, ist zur Erleichterung von Arbeitsplätzen. Sie bringt in seltensten Fällen eine echte Rationalisierung. Wir haben mit Transferstraßen, mit automatisch verketteten Maschinen, mit Einsatz von Datenverarbeitung einen viel größeren Automatisierungsgrad bereits erreicht, als der Roboter noch hinzufügen kann.
Also Sie glauben nicht so ganz, dass der Roboter den Sieg ist. Der Roboter ist ein weiterer Schritt, ja. Aber wir sollten ihn nicht überschätzen. Er ist lediglich in einem großen Bouquet eine einzige Blume dabei. Sie haben in Ihrer Ansprache bei der Pressekonferenz, erinnere ich mich gerade, Herr von Kuhnheim gesagt, zunächst setzen wir die Roboter nur in den Fertigungsstraßen ein. Bedeutet das, dass Sie eine weitere Automatisierung vorhaben und das nur unter hinter diesem Wörtchen zunächst verstecken? Zum Schluss bei allen müssen wir, und das ist die sozialste Tat, die wir machen können, wirtschaftlich überleben. Wenn wir wirtschaftlich nicht überleben, dann ist die ganze Diskussion zu Ende. Und das ich möchte hier eine Drohung für die Arbeitsplatzgestaltung, ne? Ja, ich möchte vor allem hier darauf hinweisen, dass die deutsche Automobilindustrie im Schnitt der Autos etwa 280 Arbeitsstunden benötigt in den Automobilfabriken und den Zuliefererindustrien, dass die japanischen Zahlen, und zwar das sind japanische Zahlen, nicht meine, liegen bei 330 Stunden. Das heißt, wir haben gar keine Produktivitätslücke, wir haben aber eine Kostenlücke und vielen Dank für den Hinweis, es ist eben die Frage, wie nutzen wir unsere Arbeitszeit aus. Dort haben wir es. Wir haben aber nicht auf der technischen Seite die Lücke, sondern im Betriebsergebnis. Das heißt also, die Deutschen sind technologisch genauso weit wie Sie, wenn ich das recht verstanden habe, nicht? Ja. Herr Stahler. Gut, das ist einiges. Herr Stahler, Sie wollten da unmittelbar zu Herrn von Kuhnheim was sagen. Herr Lehmann, Frau Dickmann, es wird so viel jetzt geredet, eine Viertelstunde schon, was wir alles falsch gemacht haben und in der Produktion und dass wir nicht, dass unsere Automobilindustrie also nichts gedacht hat und nicht mehr und nicht schneller arbeitet. Ich muss feststellen, dass ich auf dieser Automobilausstellung heuer technische Neuerungen gesehen habe, die ich mir nicht erwartet habe. Also ich muss sagen, die Automobilindustrie braucht man nicht nur immer schimpfen, sondern die tun schon etwas. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, dass wir doch nicht, Rom ist doch auch nicht an einem Tag erbaut worden. Wenn wir jetzt hören von dem Papier, was der Minister Hauff hier sagt, von der SPD-Kommission, wenn wir hören, wir wollen also Benzin sparen, wir wollen Energie sparen, dann wollen wir also mehr Sicherheit. Bitte, wir haben 1970 noch 19.000 Tote gehabt. Wir haben jetzt 13.000 Tote, sind noch sehr viel. Aber immerhin ist ja in der Vergangenheit etwas getan worden. Ist ja gerade so, wie wenn wir alle geschlafen hätten. So ist es nicht, Herr meine Hauf. Damen und Herren. Ja. Kann man eigentlich gar nicht sprechen, sondern nur von Unsicherheit. Denn wir müssen bedenken, dass bisher in der Bundesrepublik in den letzten 26 Jahren 400.000 Menschen gestorben sind im Straßenverkehr. 12 Millionen sind verletzt worden. Und wenn man die Gefährdung eines jeden Einzelnen mal ausrechnet, dann kommt man darauf, dass jeder 50. Bundesbürger sterben muss für den Autoverkehr. Und das muss auch mal gesagt werden, wer also für eine Beibehaltung des Autoverkehrs in der jetzigen Form ist oder für eine Ausweitung, der sagt gleichzeitig auch, er will das mit in Kauf nehmen. Eine drastische Senkung der Unfallziffern kann man nur durch öffentlichen Verkehr erreichen. Dort sind sie um ein 1/15 niedriger. Jetzt sind wir an sich bei dem Punkt, Herr Stahler. Die Unfalltoten im Haushalt sind 200.000, meine Damen und Herren. Herr Stahler, das muss auch einmal gesagt werden. Herr Stahler, jetzt aber mal Ich schmälere das nicht. Gell? Herr Stahler, mal zu der politischen, denn das wollen wir jetzt ja fortsetzen, was Sie eben und da auch vorhin schon angeklungen war. Herr Hauff, Sie haben ja auch in diesem Papier, ich komme immer wieder darauf zurück, Sie wollen das so ein bisschen zurücknehmen, gar nicht zurücknehmen, überhaupt gut, prima. Da heißt es also, volle Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr hinein, auch, Klammer auf, um das Defizit der Bundesbahn abzubauen. Ist das eigentlich realistisch? Wir haben ja auch Leute von der Bundesbahn hier. Ist dieses realistisch? Packen vieler Mittel, Milliardenmittel in den öffentlichen Nahverkehr, um da ein Umdenken auch mit herbeizuführen? Das ist zunächst mal die Politik der Bundesregierung auf diesem Gebiet, die Priorität für den öffentlichen Nahverkehr, aus einer Reihe von Gründen. Die hängen mit Verkehrssicherheit zusammen, die mit Energieeinsparen zusammen, die hängen zunächst mal auch mit dem Verhalten der Menschen zusammen. Wir haben in allen Ballungsräumen die Tendenz, dass die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr steigen. Und zwar glaube ich, dass man ein bisschen davon wegkommen muss von einer allzu vordergründigen Diskussion, Auto oder öffentlicher Nahverkehr. Sondern man muss beides machen, aber man muss vor allem in den Ballungsräumen verstärkt den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das kostet sehr viel Geld. Wir müssen uns auch ein Konzept ausdenken für die Fläche im öffentlichen Nahverkehr. Wir haben da einige Modellvorhaben dazu gemacht. Wir müssen uns dann Gedanken machen, wie kann man das Automobil sinnvoller nutzen. Ich finde die plakativen Diskussionen, ja oder nein, nicht sehr hilfreich. Die Erleichterung von Fahrgemeinschaften gehört dazu, das fordern wir in dem Papier.
die Umwandlung der Kilometergeldpauschale in eine Entfernungspauschale, damit der öffentliche Nahverkehr hier nicht diskriminiert wird. Das sind alles Maßnahmen, wie wir versuchen müssen, die verschiedenen Verkehrsträger besser miteinander zu kombinieren, auch das Automobil mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aber das geht nur, wenn dahinter ein Konzept steht, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie sieht eigentlich die zukünftige Entwicklung auf dem Gebiet aus? Also Sie wollen vordergründig die Bundesbahn jetzt nicht sanieren, indem Sie Mittel rausholen und sagen, wir poppen das nicht. Der öffentliche Personennahverkehr ist defizitär. Ja. Ob der kommunale oder mit der Bundesbahn betrieben wird, aber im Wesentlichen. Herr Minister Haufen, aber wird es auch bleiben. Wir fahren zurzeit bei der Bundesbahn im öffentlichen Personennahverkehr mit einem Kostendeckungsgrad von 36%. Es reicht, glaube ich, nicht, den Appell nur an den Autofahrer zu richten. Lasst euer Auto stehen und benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie müssen auch die Bundesbahn und die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver gestalten, damit der Autofahrer angereizt wird, umzusteigen und nicht nur über die Benzinpreise, über die Sie ja als Staat die größte Steuerabgabe einstreichen, um nicht dann ganz die Bundesbahn zu sanieren. Also ich stimme Ihnen sehr zu, Frau Dieckmann, dass wir den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen müssen, aber noch nicht mal, um die Menschen anzureizen, sondern die Tendenz ist jetzt schon da, die wollen umsteigen. Und deswegen müssen wir verstärkt dort investieren, um das Netz im öffentlichen Nahverkehr enger zu gestalten, um die Taktzeiten zu verringern, damit man nicht stundenlang darauf warten muss. Fragen wir doch mal Herrn Daumann vom FVV. Sekunde, darf ich gerade mal eine Betroffene direkt nämlich auf das Taktzeiten, bessere Attraktivität erhöhen? Fräulein Etzel, Sie fahren jeden Tag, sind angewiesen auf die Bundesbahn. Fahren jeden Tag wie viele Kilometer zur Arbeitsstelle? Circa 30 einen Weg, also 60 am Tag, und ich verbringe circa 2 Stunden bei günstigstem Anschluss in Bus und Bahn. Macht Ihnen das Spaß? Da können Sie doch Zeitung lesen oder wie, aber das ist Ihnen zu lang, ja? Ja, es könnte also günstiger gestaltet werden, indem gerade der FVV seine Bereiche eben ausweitet. Zum Beispiel noch in unsere Gegend, da würden bestimmt auch noch mehr Autofahrer umsteigen. Der FVV ist also eine von vielen Fahr- und Tarifgemeinschaften, die wir in der Bundesrepublik haben. Der ist hier in unserem Frankfurter Bereich. Barbara, Sie haben ja jemanden von diesem FVV da, der defizitär, wie Herr Hauff ja auch schon gesagt hat, arbeitet. Herr Daumann, Frankfurter Verkehrsverbund, einer der Großstadtverkehrsverbünde, die es überall gibt in den Großstädten. Herr Hauff hat eben gesagt, der Wille zum Umsteigen ins öffentliche Verkehrsmittel ist da. Können Sie das bestätigen? Das kann ich ganz eindeutig bestätigen. In allen Ballungsräumen im Bundesgebiet haben wir stark wachsende Fahrgastzahlen. Beispiel Frankfurt. Wenn wir 1980 gegen 1978 setzen, dann haben wir 1980 7% oder 14 Millionen Fahrgäste mehr, also 212 Millionen als 1978. Ganz deutlicher Beweis, wo hochattraktiv S- und U-Bahn schnell und häufig verkehrt, steigen die Fahrgäste um. Sie haben doch Untersuchungen durchgeführt, Befragungen, groß angelegte bei den Kunden des Verkehrsverbundes. Wo liegen denn die Vorlieben? Wo sind die Ansprüche des Kunden, um zum öffentlichen Verkehr umzusteigen? In allererster Linie die Pünktlichkeit, dann die Häufigkeit und erst in dritter Linie kommt der Preis, die Preiswürdigkeit, die in ganz erheblichem Maße, insbesondere im Frankfurter Verkehrsverbund, ja noch gegeben ist. Wir haben zum Beispiel Vergleiche aufgestellt, Autokosten gegen Verbundmonatskarte. Wir haben ermittelt, Beispiel Wiesbaden-Frankfurt, 11 Monate im Jahr, entweder mit dem Auto oder mit dem Verkehrsverbund. Ergebnis, wenn man nur 29 Pfennig ansetzt für den Autokilometer, also nur die laufleistungsabhängigen Kosten, Benzin, Öl, Werkstatt, dann kommt man zu einer Preisersparnis im Jahr von rund 4.000 Mark, wenn man den Verkehrsverbund benutzt. Also, grob gesagt, die Heizölrechnung im Jahr. Aber Herr Daumann, der Autofahrer honoriert das ja nicht. Er steigt ja nicht um und wir gehen eine kleine Etage höher. Ja, und warum steigt er nicht um? Weil er nicht bis vors Haus gebracht wird. Diese Bequemlichkeit ist ja nun auch zu berücksichtigen dabei. Für den Fall, Frau Dieckmann, bieten wir zum Beispiel Kiss and Ride an. Eine neue. Was? Kiss and Ride. Kiss and Ride. Kiss and Ride, eine Wer neue. Wer küsst denn wen? Sie küsst ihn natürlich, oder eher sie. Die Bundesbahn, den FVV. Ja. Nein. Also das ist die Idee, nicht immer nur P&R zu machen, also das Auto auf den Parkplatz zu stellen und es bleibt dort ungenutzt den Tag über stehen, sondern die Ehefrau bringt ihn früh zur Station und nutzt tagsüber den Wagen, Abschied ein Küsschen und zurück, tagsüber das Auto genutzt als Einkaufsfahrzeug, Kinder zur Schule oder so.
Und abends holt sie in derselben Weise wieder ab. Eine Sache, die ADAC unterstützt, sehr schön propagiert worden ist. Herr Daumann, das sind ja alles noch so hübsche, bunte Fabier-Konzepte mit Kiss and Ride. Jetzt kommen wir mal zu dem Riesenunternehmen Deutsche Bundesbahn. Elmar Haas, Pressesprecher vom Hauptvorstand hier. An sich müssten Sie unheimlich dankbar sein, so einen Verkehrsminister jetzt zu haben. Nicht, der sich für Ihre Belange, für Ihren defizitären Betrieb so voll einsetzt und sagt, weg von der Straße, vieles auf die Schiene, damit wir, Klammer auf, auch das Riesendefizit wegbekommen. Ist doch prima, so ein Mann, ne? Ja, ich glaube nur, der Herr Minister kann sich nicht für unser Defizit stark machen, sondern er wird sich dafür stark machen müssen, dass wir es abbauen. Und da liegen, glaube ich, die Gemeinsamkeiten, dass wir da herunterkommen. Wissen Sie, die ganze Diskussion hier heute Abend hat mich teilweise etwas gewundert. Im Grunde genommen sind doch alle hier Anwesenden gar nicht so weit auseinander. Jedes Verkehrsmittel ist für irgendetwas besonders geeignet, finde ich jedenfalls. Und die Dame, die eben erklärt hat, dass sie Schwierigkeiten hat, eine besondere Strecke zu fahren, die wird wahrscheinlich sehr ungünstig wohnen in irgendeinem abgelegenen Gebiet. Da gibt es die Kombination, die Herr Daumann schon gesagt hat, die bietet sich an. Eine Bahn kann dagegen große Verkehrsströme, viele Leute, vor allem auf längeren Strecken, zu Bedingungen befördern, wo das Auto nie mithalten kann. Nicht en gros und nicht en detail, möchte ich mal sagen. Nicht der Autokilometer ist weit teurer, auch als der Fernverkehrskilometer. Aber Herr Haas, ungeachtet dessen, viele sagen, die Bahn ist mir einfach zu unattraktiv. Das bringt mir nichts. Ich fahre mit der Bahn einfach nicht, das ist mir zu mühselig, also nehme ich mein Auto, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Und da muss doch offensichtlich noch viel in Sachen Bundesbahn getan werden. Na, ich glaube, da haben wir eine ganze Menge getan. Sehen Sie, diese Beschwerden gibt es natürlich, aber wir haben auf der anderen Seite das große Plus des Intercity-Verkehrs. Der hat ja bombig eingeschlagen. Wir haben die S-Bahn-Verkehre in den Ballungsräumen. Auch hier gibt es gewaltige Zuwachsraten. Im Übrigen auch im Fernverkehr. Da ist dasselbe System. Nur ein Verteiler von Haus zu Haus, den kann und darf die Bahn nicht machen. Da muss halt ein Umsteigeeffekt geben. Und das ist doch eigentlich das, was man so simpel sinnvolle Arbeitsteilung nennt. Dann will ich mal kurz hören, ob die Pendler in Bochum eigentlich einverstanden wären, dass sie sagen, noch gehen wir auf die Bahn, die ist ja attraktiv. Machen das die Pendler in Bochum? Wir sind wieder in Bochum, meine Damen und Herren. Sie sehen es deutlich in der Reifenmontage. Gebe ich die Frage doch einfach weiter. Warum fährt keiner mit dem öffentlichen Nahverkehr? Denn ich habe keinen getroffen hier. Warum? Ja, ziemlich abgelegen wohnen. Und wenn ich mit der Straßenbahn oder mit dem Bus hierher fahren sollte, ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Weg, das ist also fast unmöglich. Dann wäre ich am Tage so 13, 14 Stunden unterwegs. Die Länge der Zeit, ist das auch überall das Argument? Ja, das ist in allermeisten Fällen der Fall. Zum Beispiel von Gelsenkirchen fährt man mit dem Auto 20 Minuten hierher zum Berg. Wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, 1,5 Stunden. Und ich glaube auch, dass die meisten Kollegen, die ja hier sehr viel von außerhalb kommen, eben aus diesem Grunde dann das eigene Auto benutzen bzw. ein Fahrgemeinschaften fahren. Und Park-and-Ride-System, wäre das etwas für Sie, auf einen großen Parkplatz fahren, dort in die Bahn umsteigen und dann hierher fahren? Ach, das wäre auch nicht das Ideale. Also ich müsste dann morgens, wenn ich in der Oberkomme kommen will, dann müsste ich so Runde 3 Uhr, aufstehen auf 4:30 Uhr, wenn ich mit Bahn oder Bus fahren würde. Und da wäre ich das Ideale. Ich habe die Frühstück um 4:45 Uhr an, dann habe ich da vielleicht nur 2 oder 3 Stunden Schlaf. Also, nee, da ist auch nichts. Gibt es überhaupt öffentliche Verkehrsmittel genug hier in der Region? Ich komme von Herten bis nach Bochum, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel, wo sagen, die von Herten nach Bochum durchfahren. Ist gar nicht drin. Ich muss umsteigen und alles. Ja, wie ist denn das? Ist das generell so, Herr Paschke, Betriebsratsvorsitzender? Ist das so die Einstellung der Belegschaft? Ist es Schwierigkeiten im Nahverkehr oder ist es nicht doch ein bisschen der Wille, das eigene Auto zu fahren? Zu den Schwierigkeiten, die ständig im Nahverkehr aufzuzeigen sind, weil das Netz auch noch nicht so ausgebaut ist, wie es eigentlich erforderlich wäre, kommt natürlich vielfach der hohe Zeitaufwand, der an den Einzelnen herangetragen wird. Und zudem auf Wandszeiten kommen dann auch noch die sogenannten Fahrplan-Qualzeiten. Jeder muss sich bis zu einer bestimmten Minute, zur bestimmten Abfahrtzeit an einer bestimmten Haltestelle bereitfinden, sodass das Individualverkehrsmittelauto wohl nicht wegzudiskutieren ist als Umsteiger im Nahverkehrsmittel. Zumindest dann nicht, wenn man noch das Auto baut. Wenn man es baut, will man es auch benutzen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ein Thema doch noch mal erörtern, weil das für die Begriffe hier in Opel, in Bochum, zumindest zu kurz gekommen ist, nämlich Zukunftstechnologie, der Roboter. Eduard Kiefer, Sie verstehen sehr viel davon. Sie sind von der Adam Opel AG hier. Diese Halle hier, was wir hier sehen, was wir gezeigt haben, das ist doch relativ konventionell. Da wird viel von Hand gearbeitet. Ist sie in 10 Jahren ganz anders?
Diese Halle wird sicher in 10 Jahren anders sein. Denn natürlich wird der Einsatz von Robotern sehr stark forciert werden. Nur meine ich, dass die Befürchtungen, die damit verbunden sind, unberechtigt sind. Weil nicht die Arbeitsplätze an sich gefährdet werden, sondern es wird nur die Anforderung an den Arbeitsplatz anders sein. Wir werden stimmt es nicht, dass ein Roboter 4 Arbeitsplätze ersetzt? Er wird 4 Arbeitsplätze einer primitiven Tätigkeit ersetzen. Er wird aber genauso gut viele Arbeitsplätze brauchen, um ihn zu bauen, um ihn zu warten. Wir werden also in Zukunft höher qualifizierte Arbeitsplätze schaffen durch Roboter. Das Werk in Kaiserslautern, glaube ich, ist ja schon fast durchroboterisiert, wenn man dieses unmögliche Wort gebrauchen kann. Hat das Arbeitsplätze geschaffen? Das Werk in Kaiserslautern hat auf jeden Fall zur Wirtschaftlichkeit beigetragen und gerade, was vorhin gesagt worden ist, hat eliminiert, dass überschüssige Kapazitäten irgendwo auf der Welt vorhanden sind. Gerade die multinationalen Firmen versuchen ja, Überschusskapazitäten zu vermeiden, indem sie Produktionen konzentrieren, dort, wo sie wirtschaftlich durchführbar sind. Herr Fahrtmann, das ist ja mit Ihr Problem. Sie sind hier Arbeits- und Sozialminister. Ist das so, dass die Roboter gar nicht so schlimm sind und mit den Arbeitsplätzen da keine Gefahr besteht? Also bis jetzt hat jede Automatisierung und Technisierungswelle Arbeitsplätze freigesetzt. Das ist auch der Sinn der Sache. Das wird ganz sicherlich auch bei den Robotern der Fall sein. Wenn Sie so wollen, ist das der Marx'sche Mehrwert, der Mehrwert von Karl Marx. Denn wenn dieser Mehrwert nicht da wäre, würden die Unternehmer die neue Innovation ja nicht vornehmen. Nur muss man andererseits auch sagen, wenn uns die Maschinen die Arbeit abnehmen, Arbeit ist ja nicht immer ein Vergnügen, auch hier am Fließband zu stehen, wenn uns die Maschinen einen Teil der Arbeit abnehmen, dann ist das ja im Zweifel positiv. Nur muss dann dafür gesorgt werden, dass der so gewonnene Produktivitätsfortschritt, dass der nicht zum Fluch wird, sondern zum Segen. Das heißt, dass der allen zugutekommt, dass etwa die Schichtarbeiter dann vielleicht nur noch 35 Stunden arbeiten brauchen oder irgendeine andere Sorte sozialer Verbesserung damit ermöglicht wird. Ja, die 35-Stunden-Woche ist eine weitere Utopie und damit gebe ich ab nach Frankfurt. Theo Roman, er ist Architekt und Städteplaner und ein streitbarer Mann. Er steht mit Düsseldorf, seiner Stadt, im Clinch wegen seiner, abenteuerlichen Theorien zum Teil. Sie haben an Minister Hauff eine Frage. Herr Minister Hauff, in Ihrem Hause liegen seit 1970 Pläne vor, wie man den öffentlichen Nahverkehr und den Individualverkehr mithilfe neuer Ebenen sehr schnell und sehr gut lösen kann. Das so, dass die Pendler nur noch 50% Sprit verbrauchen, dass die Verkehrsunfälle um 40-60% zurückgehen und dass die Abgase um 70% sinken. Sie würden sich sehr verdient machen, wenn Sie sich diese Unterlagen mal vorlegen lassen würden. Denn sie wurden damals nur deshalb abgelehnt, weil man sagte, sie sind politisch nicht durchsetzbar. Jetzt ist aber eine ganz andere Situation da. Und ich glaube, die Bevölkerung würde mit Freuden solche Systeme jetzt begrüßen und annehmen und hätte einen sehr großen Nutzen davon. Herr Hauff. Es ist richtig, dass der öffentliche Nahverkehr, und zwar vor allem in der Verzahnung, auch mit anderen Verkehrsträgern, insbesondere dem Automobil, einen besonderen Vorrang hat und dass wir daran auch schwerpunktmäßig arbeiten und dass wir darauf unser Investitionsprogramm ausrichten. Ich würde aber sehr gern in Bestätigung dessen, was Sie von der Zielrichtung her gesagt haben, noch eine Ergänzung machen. Wir müssen uns etwas davor hüten, den öffentlichen Nahverkehr nur für den Ballungsraum zu diskutieren. Eine große Zahl von Menschen wohnt nicht in den Ballungsräumen und dort müssen neue Konzepte her. Da wird auch meine Prognose, der Omnibus, eine Renaissance erleben. Wir haben in einem Landkreis, im dünnest besiedelten der Bundesrepublik, ein Modellvorhaben gemacht und dabei festgestellt, dass ein öffentliches Nahverkehrssystem auch für den ländlichen Raum denkbar ist, dass es sogar recht hohe Kostendeckungsgrade aufweist, durchaus eine Möglichkeit ist, mit der man realistisch weiterarbeiten kann. Und wir müssen dann auch, wenn wir diskutieren, darüber, wie sieht denn das Verkehrssystem insgesamt aus. Ich verspreche mir davon keine Wunder, aber 20% aller Autofahrten liegen im Bereich von 5 Kilometern, ja, im Ballungsraum und in der Fläche. Und wir müssen ganz sicherlich die Radwege in unserem Land schwerpunktmäßig ausbauen. Und deswegen wird es einen Bundesradwegeplan geben. Sehen Sie, das glaube ich, muss Herr Stiller jetzt, der hat die ganze Zeit stillschweigend, wie sein Name es gebietet, dabei gesessen, hat gewartet. Das müssen Sie an sich begrüßen, Herr Stiller. Ja, Sie sind Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber konkret kann man dazu nur sagen, dass dieses Jahr keine Markt dazu da ist. Herr Raubert vom Hessischen Verkehrsministerium hat gesagt, es wird in diesem Jahr nicht ein Meter Radweg an Bundesstraßen ausgebaut.
gebaut. Doch. Also insofern ist das ein ganz falsches Versprechen. Herr Hauf sagt ja. Herr Hauf sagt ja. Ich möchte aber sagen, grundsätzlich sollte man eben doch sehen, dass der Fahrradverkehr in den Städten gefördert wird. Denn das Auto ist eine Stadtplage. Das hat Herr Ganser sehr richtig gesagt. Das Abgas ist immer noch so giftig, seit 60, 70 Jahren so giftig, dass man es nur 2 Minuten lang in den Innenraum des Autos zu leiten braucht und alle sind tot. Und ich meine, das ist eine Zumutung gegenüber der ganzen Bevölkerung, dass man solche Fahrzeuge heute noch produziert, obwohl man längst anderes produzieren könnte. Ich möchte dazu sagen, die deutsche Automobilindustrie stellt sogar andere Sachen her, die werden aber nur exportiert nach USA und Japan, weil die da strenge Umweltauflagen haben und wir kriegen es hier nicht mal zu sehen, schon gar nicht zu kaufen. Grundsätzlich aber sage ich als einer, der möglichst ohne Auto lebt, also vorwiegend mit dem Fahrrad fahren will, dass ich da auch sehr daran interessiert bin, dass die Auto mir weniger Abgas ins Gesicht blasen. Allerletzte Frage an Herrn Tomita. Heute Abend, wie Herr Stiller hat es eben gerade erwähnt, Sie haben die höchsten Abgasvorschriften in Ihrem Land gegenüber uns. Im Vergleich sind trotzdem der größte Importeur, überschwemmen mit den Autos unser Land. Wie funktioniert das denn in Ihrem Land, Herr Tomita, mit den Abgasen? Das ist das Schwierigste und das Strengste wie in Kalifornien. Aber in erster Linie hat der Amerikaner also den Gesetz durchgeführt. Yeah. Und dann wir Japaner haben den Gesetz nachgefolgt. Vielleicht folgen wir auf dem deutschen Markt dann Ihren Gesetzen noch weiter. Das war's. Wir haben eine ganze Menge Aspekte in dieser Runde gehabt. Zum Schluss, Barbara Dickmann. Ja. Meine Damen und Herren, und auch das hier, was Sie hier auf diesem Auto verteilt sehen, gehört zum Thema Auto, nämlich tonnenweise Papier. Wir haben nur in der Halle 5 das zusammengesammelt, wobei wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Und wenn ich einen Blick auf die Fertigung dieser Prospekte werfe, dann muss ich feststellen, dass das Hochglanzpapier ist, Herr von Kuhnheim. Ja, ja. Also so schlecht scheint es den Automobilfirmen noch nicht zu gehen. Kein Recyclingpapier. Kein umweltfreundliches Papier. Ja, jede Menge Süßholz wird in diesen Papieren geraspelt. Es stehen Daten, Fakten drin. Damit versucht man natürlich auch, das Auto an den Mann zu bringen, damit dieses Licht im Tunnel, von dem so viel die Rede war, auch erreicht wird. Das war's für heute. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, hier im Saal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend.